Läuft. Alright. Bam, bam, bam. Ah, bei dir ist eh so, da hättest du schon alles aufgenommen vorher, oder? Ja, ja. Bei dir fängt es ja einfach immer irgendwo an. Genau. Also, du kannst sagen, wo es genau soll anfangen. Ist gut, mir ist egal. Also wir sind sicher schon drauf. Ist gut. Ist immer so. Es geht einfach los. Weil du hast ja gefragt, über was reden wir? Und ich ja, sagen, deine Antwort ist keine Ahnung. Ja. Du hast gesagt, gut, ich tue mich darauf vorbereiten. Das ist ja, als Gast ist es eh schwierig, sich vorzubereiten. Ja. Ich habe auch gemerkt, damals beim Radio, habe ich gemerkt, auch als Moderator ist es schwierig, sich vorzubereiten. Ich finde aber selbst viel einfacher. Ich habe immer gedacht, wieso tun die Leute so schwierig? Ja, ich wollte noch Fragen wissen und so. Weil so im Radio, eben, wenn du dich vorbereiten kannst, das ist gut, dann stell ihm die Frage, und dann bist du entspannt im yeah. Interview. Und die oder der andere, der vis-à-vis sitzt, hat ja keine Ahnung, was kommt. Also yeah. Das ist viel, viel anstrengender eigentlich. Findest du das anstrengender? Interview geben viel anstrengender als Interview führen. Ja. Yeah. Absolut. Okay. Du kannst einfach anhocken, zuhören und die Fragen stellen, die dich interessieren. Ich finde aber entspannt, Interview geben, finde ich super entspannt. Schon? Ja. Ich bin jetzt ein Laberer, oder? Ich labere oft immer, irgendetwas. Ja. Und es ist manchmal, ich finde es dann anstrengend, wenn irgendwie, je nachdem, weißt du, wenn es irgendwie ein Zeitungsding ist. Ja, und, mit und dem Fragekatalog. Nein. Wirklich, du triffst jemanden und sie interviewen dich für die Zeitung und dann tun sie wirklich so quasi Wort für Wort, wenn ich jetzt zum Beispiel schon so quasi Wort für Wort gesagt habe, oder? Tun sie das dann so transkribieren, ja. Was ja, ja. korrekt ja. ist. Und dann lese ich und denke so, hey, aber komm mal auf den Punkt. Also weißt du, so, was laberst du da? So, das ist das Einzige, was ich manchmal so ein bisschen denke. Aber schlussendlich, ich habe es so gesagt, ich schwätze so, also Ich finde bei Zeitungsinterviews eben auch mal noch spannend. Weil es gibt ja, ich sage mal, die Professionellen und dann gibt es die, die halt vielleicht gerade irgendwie angefangen haben oder so. Ja. Und da finde ich immer den Unterschied, die zuhören, die halt gewisse Erfahrung haben und die einfach wirklich ihren Fragekatalog haben und dann einfach Frage für Frage durchgehen. Also du kannst dann sagen, ja, mein Hund ist gestern versoffen und sie fragen jetzt einfach weg mit der nächsten Frage. Genau. Und sagen, ja, haben sie Blumen daheim? Oder, mein Hund ist versoffen und fragst dann, du hast ja auch noch einen Hund. Du bist gestern mit dem spazieren. Also weißt du, wie ich so. Es ist wirklich genau, ein Kollege aus der Comedy-Szene, der hat mal erzählt, er hat ein Radio-Interview gehabt mit wirklich halt so, weißt, so Lehrling, Praktikant oder so, wo er mega nervös war und hat einfach eine Frage abgelesen. Also ich stelle dir jetzt eine Frage. Ich sage, Von wo bist du heute hierher gefahren? Ah, ich muss antworten, ja, von Schaffhausen. Und wie lange hast du gehabt, für die Autofahrt? Okay, ja. Ja. Ich habe 40 Minuten gehabt. Das wäre completely checked out. Einfach ja. So, ich muss auf die Frage stellen ja. und ja. irgendwann, irgendwann ja. ist die Antwort, glaube ich, fertig. Ja. Nein, und darum, das ist ja kein Interview, das ist ein Talk. Ja, darum bin ich froh. Also, wir wissen beide nicht, was kommt, das ist eigentlich noch gut. Richtig, richtig. aber wir können eigentlich damit anfangen, dass ich dich frage, wie es dir geht? Hey, Ich finde das immer so, das ist nämlich eine gute Frage. Wo wir sagen, wir tun sie ja dann immer wegwischen mit, ja, ist gut, ja, und ja. dir? Ja. Und wenn die Ernsthaft also wenn du überlegst, wie geht es mir? Gut, ich bin heute ein bisschen müde. Ah, du auch. Du gut. auch? Ja. Ja gut, du hast auch irgendwie vorher schon einen Tag, irgendwie zwei Abschluss gehabt. Ist auch dort schon das Thema gesehen, dass wir beide müde sind. Gut. Ja gut, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Wetter, oder? Nein, also bei mir ist jetzt die Nacht wirklich definitiv zu wenig Schlaf. Aha. Ja, ja, ja. Also weil du einfach spät ins Nest bist ja. oder weil es dermaßen gestürmt hat? Nein, zu Basel, weißt du, das ja. Das ist schon... Dort bebt höchstens die Erde, aber genau. sonst nichts. Das ist ein komplett anderes Klima. Also wie bei uns, die Fensterläden deckeln, du. Wirklich? Ja, grausam. Und hast du wegen dem nicht können schlafen? Ja, ich habe Ohrenpfropfen drin gehabt. Ah, sogar? Oder und, hast du das immer?
Ja, das habe ich immer. Ah, okay. Aus Gründen. Okay. Ich wollte es zwar nie um zu nahe treten, aber es ist manchmal einfach laut. Und ich habe tatsächlich, also ich bin wegen zwei Geräuschen verwacht. wegen dem Generellen, der immer ein bisschen zu laut ist nebendran. Yeah. Und das zweite ist der Laden, der einfach dermassen tut, draussen dran. Ja, also von dem her auch kurze Nacht. Okay, okay. Weil, ich habe mich sehr intensiv mit Schlaf beschäftigt die letzten Monate. Also weil du zu wenig hast? Nein, sondern weil ich ein Buch, also ein Hörbuch, muss ich ehrlicherweise sagen, von so einem Schlafforscher, mhm, wirklich seit 20, 25, irgend so etwas, Jahr, macht er nichts anderes als Schlafforschen. Mhm. Also ist irgendwie eigentlich Neurolog und hat dann einfach spezifisch auf Schlaf forschen. Und es ist mega spannend. Also klar, es sind so grundsätzliche Sachen wie 8 Stunden, mhm, und alles drunter, auch wenn es 7,5 sind oder was auch immer. Wirklich, sagt ihr das so? Also meistens hörst du, liest du irgendwie 7-8 Stunden, ist okay. Und der, ja, sagt einfach knallhart 8, oder was? Er sagt ab, also unter 8, wirklich halt minim, mhm, aber ist die Körper und die Hirne nicht auf voller Leistungsfähigkeit. Aber ich frage mich dann, wie machen denn die Leute, die sagen, wir langen 4 Stunden und offenbar langen es nicht? Wie sie sind fit? Also, ja, ja. Ich weiß auch nicht genau. Mhm. Aber es gibt auch Unterschiede, zum Beispiel, er sagt, es gibt tatsächlich Leute, die mit Koffein gleich tief schlafen, weil ihre Rezeptoren nicht so anfällig sind wie bei anderen. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, Espresso nach dem Essen zu oben. Ja. Oh nein, nein, sonst kann ich nicht schlafen. Oder? Und ich habe immer so gedacht, bei mir ist das irgendwie nicht so ein Problem. Mhm. Und habe gedacht, sicher ist das, weil ich mir das einrede, aber ich glaube, es ist auch wirklich Veranlagung. Also, ich hätte mir das wahrscheinlich, wenn ich die Veranlagung nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr können einreden. Doch, natürlich kann ich schlafen nach einem Espresso oder zwei. Und hat einfach nicht können pennen. Ja. Also, was hast du jetzt für dich aus dem Buch rausgezogen, in dem Fall aus dem Hörbuch? Ey, es ist recht spannend. Also eben 8 Stunden ist klar. Danach hat, ich habe das schon mal gesehen in einem Podcast, der Typ, Matthew Walker heisst er. Mhm. Und der hat schon so Sachen erzählt, wie wenn du nicht in einer dir bekannten Umgebung schläfst, kommst du gar nicht in eine Tiefschlafphase. Nach 2, 3, 4, wie viel auch immer Nacht, je nachdem wie lange du halt brauchst, um dich akklimatisieren, schon. Mhm. Aber erste Nacht definitiv nicht. Weil, das ist evolutionär bedingt, der Körper ist dann in einem Survival-Modus. Ja. Ja. Und das kann ein, ja, ein Top, keine Ahnung, 5-Sterne-Superieur-Hotelzimmer sein und du kannst alles abdunkeln und keine Ahnung was. Trotzdem, es ist nicht deine bekannte Umgebung. Und drum wachst auch ab und zu, kennst du das? Du wachst auf und denkst so kurz, oh, wo bin ich? Mhm. Das ist eigentlich genau der Survival-Modus. Das heißt, dort wachst du eigentlich mehr aus dem Survival-Schock-Zustand auf, anstatt einfach, ah, ich bin jetzt ausgeschlafen. Weißt? Okay, okay. Sondern ich nehme, und so, ja, ich bin evolutionär bedingt, das gesehen, weil früher hast du irgendwie am Feuer geschlafen und es hat vielleicht eine Leute kommen können. Oder keine Ahnung was. Ich habe es weniger in Hotelzimmer, aber ich habe das früher noch einmal gehabt, wo ich noch morgen schon moderiert habe, wo ich eine Zeit lang immer am Nachmittag nochmal bin pennen. 2, 3 Stunden. Ja. Etwas vom Höhlstellen. Dann bist du wirklich wahrscheinlich irgendwo so voll im Tiefschlaf. Und, ja, dann bin ich verwacht und habe nicht gewusst, wo ich bin, wer ich bin und wieso. Also ja, weil völliges Chaos. Wahrscheinlich, weil du ja dann, das weiß ich jetzt nicht genau, aber meine Vermutung war, weil du eigentlich einen ganzen Schlafzyklus anfährst, mhm, und den dann unterbrichst. Ja. Das heisst, du hast ja dann in dem Punkt hast du eigentlich viel zu wenig Schlaf gehabt, oder? Ja, irgendwann habe ich gemerkt, ist suboptimal, ja, ist nicht ganz so optimal. Und habe dann aufgehört damit und dann habe ich einfach nur noch zu wenig Schlaf gehabt. Ja. Dann habe ich einfach nur noch den in der Nacht gehabt. Aber eben, also Schichtarbeiten, Radio, Spital und so weiter und so fort, ist der absolute Tod. Hey, ich will nicht mehr wechseln. Ist das Schlimmste. Ich habe wirklich an dem Tag, wo ich das letzte Mal die Morgenshow gemacht habe, am nächsten Tag ausgeschlafen, gemerkt, hey, wie geil ist das Leben eigentlich? Also weißt du, du merkst es natürlich gar nicht, wenn du in der Wien bist. Richtig, aber nachher, richtig. Hey, shit, einfach nach so ein paar Jahren immer der Mal, halt um 3 in der Nacht aufstehen. Hey, wie geil ist das Leben eigentlich, wenn du einfach kannst normal pennen bis um 6, 7? Ein anderer Kollege, der lange morgens schon gemacht hat, hat das jetzt auch, wo wirklich so, immer wenn ich gesehen habe, hast du einfach so Grundmiet gesehen. Ja, oder? Ja, ja. So wie frische Eltern, oder? Ja, weißt du, auch so in dem ja, Grundmodus, ja, sind. Ja. Und es ist wirklich einfach, du hast konstant, ja, wenig Schlaf und, ja, irgendwie lernst halt mit dem irgendwie umzugehen. Aber es ist einfach so, eben, eigentlich bist du in deiner ganzen Fähigkeit bist immer so 50%. Ja. So. Und und der hat auch auf einmal, du, also, so ein anderer Mensch geworden. Bei mir hat es sogar auf den Körper übergeschlagen. Yeah. Also ich habe dann so im letzten halben Jahr, als ich das noch gemacht habe,
wenn ich am Morgen aufgestanden bin, habe ich zuerst einfach mal eine Stunde lang ist mir einfach die Nase gelaufen. Ja. Und ab dem Tag, als ich aufgehört habe, war es wieder gut gewesen. Aber eben, das sind ja auch klare Anzeichen. Ja, das ist wirklich, wo der Körper so, sagt, hey, also los, da können andere richtig machen, du kannst es nicht. Ja. Ja. Weil das merke ich zum Beispiel jetzt, wenn ich mal einen Kater habe, das ist nicht mehr oft zum Glück, aber dann habe ich für diesen Tag habe ich wahnsinnig Schnuppen. Ja, das ist auch alterstechnisch. Eben, ja. Das ist neu. Ich denke, das kann ja nicht sein. Also hat die härteste Heuschnuppe. Ja. Ist das jetzt mein Kater? Ja. Du bist einfach so mini verkältet. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass während dem Weintrinken schon anfängt. Aber da weigere ich mich einfach noch das zu akzeptieren, weil alles ja. Finde ich schon etwas lässig. Du musst durchpowern. Das geht nicht. Das ich leide wirklich, ich leide wie ein Hund. Oh mein Gott. Ja. Bei wie? Okay. Ja. Shit. Nicht bei allen, aber bei vielen wie. Ja. Also wenn irgendjemand da eine Lösung hat für das Problem. Ja, ja, wenn es du da wäre, wäre es einfach. Aber wenn irgendjemand eine Lösung hat, schreibe bitte dem Joel, dass er es weiterleiten kann. Mhm. Das kann ich nicht akzeptieren, dass ich, das verstand ich. Allergische Reaktionen bekomme. Das also, ich kann dann auch manchmal eine Hautrötung nutzen, aber selbst ist mir eigentlich egal. Ja. Ja. Aber mit dem Schnupfen, das ist super optimal. Das ist nicht lässig. Das heisst, wie viele Stunden hast du geschlafen, die du morgen schon gemacht hast? Weil man geht ja dann gleich nicht vor 10, 11 ins Bett, oder? Man probiert es, aber es geht nicht wirklich. Gut, ja, ich habe dort schon probiert, irgendwo 5, 6 Stunden zu haben. Ach, das ist ja zu wenig. Und andere kommen ja mit 6 locker durch. Und ich weiss einfach, genau die 8 Stunden, ich brauche die einfach. Ja. Also, ich bin super sensibel auf das. Also, ja. Ich brauche einfach die 8 Stunden, sonst bin ich ein Häufchen nichts. Mhm. Ah, was in dem Buch auch noch ist, ist, dass effektiv die eigene Rhythmus zum Teil nicht ganz, wie nennt man das, nicht ganz exakt zusammenhängt mit dem 24-Stunden-Rhythmus, den wir haben. Also der eigene Körper hat natürlich nicht einen genauen 24-Stunden-Rhythmus. Mhm. Und das macht es dann eben auch zum Teil schwierig, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzuwachen. Ja, ja. Dass zum Beispiel Jüngere haben oft eine längere Wachzeit. Das heisst, eben, vielleicht brauchen sie auch 8 Stunden Schlaf, aber sie brauchen nicht 16 Stunden wach, sondern sie können auch locker 20 Stunden wach, ohne Unterschied. Mhm. Und ich habe das mal gemerkt, als ich auf der Weltreise, Ende Weltreise, bin ich noch ein Jahr gewesen, und da hatte ich so 5 Tage für mich gehabt, wo ich gesagt habe, keine Termin, nicht, dass ich sonst mega Termin hatte auf der Weltreise, aber gleich, irgendwie, du machst etwas und gehst raus und so. Und dort habe ich gewusst, ich bin jetzt auf 5 Tage, bin ich da, ich muss mein Programm irgendwie fertig arbeiten. Und bin wirklich einfach geschafft, bin gepennt und bin aufgestanden. Mhm. Geschafft, pennen, aufgestanden. Und innerhalb von diesen 5 Tagen bin ich auf einmal irgendwie um 8 Uhr morgens ins Bett. Wenn? Am 8 Uhr morgens? Ja, ich gehe eher spät, muss ich dazu sagen. Also, holy moly, also du hast eigentlich die ganze Nacht durchgeschafft. Ja, und zwar immer ein, zwei Stunden länger, weißt du? Und dann wieder gleich viel pennt. Aber das sind halt nicht 24 Stunden, sondern sind halt eher 26 also, du, Stunden. Du wärst nicht der klassische Nachtmensch eigentlich. Ah, ich bin ein, ja. Das erklärt auch in dem Buch, ja. Dass es halt wirklich klare Unterschiede gibt zwischen Morgenmensch und Nachtmensch, oder? Ja, Beispiel, weißt du, du bist nicht einfach ein bisschen, also du bist wirklich Nachtdurchmensch dann. Nein, das ist schon zu viel gewesen. Ja, ja. Also natürlich ist es vorher auf dieser Weltreise gesehen, ich gehe natürlich zwischen 3 und 4 ins Bett und wach 10, 11 auf. Ja, dann ist es 7, 8 Stunden gepennt und so in dem Stil. Und jetzt ist es ein bisschen früher. Hey, wenn wir einen Weg hätten, wir würden nichts voneinander mitbekommen. Außer wenn du zu laut bist und ich wegen dir verwache oder so. Ja, ja, ja. Sonst, also wirklich, bei mir ist lieber am Morgen um 6 Uhr aufstehen und dann... Ja, darum hast du so lange morgen schon können machen. Ja, 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 das ist der einzige Grund. Glaube ich auch, ja. Mir ist vor mittlerweile, keine Ahnung, 10 Jahre oder so, ist mir mal die Morgenshow angeboten worden. Mhm. Beim damaligen Nummer 1 Sender von der Region. So. Und dann habe ich denen angerufen. Genau, wir sind einmal kurz Mittagessen und ich habe so ein bisschen mein Interesse bekundet. Oder besser gesagt, sie haben Interesse an mir bekundet und so. Und ich so gefunden, ich höre es mir mal an. Und dann habe ich proaktiv angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, ich sage ab. Bevor ich eine Zahl gehört habe oder irgendetwas. Ich habe gesagt, ja, ich will nichts hören. Ich habe es wirklich so gesagt. Ich habe gesagt, ich will keine Zahl hören, keine Überzeugungsarbeit. Wirklich einfach
Gut, wenn du gerade nach der Sendung direkt ins Nest wärst, dann wärst du nicht 2 Stunden später gewesen, wie dort in der Welt rein. Also, wäre vielleicht gleich machbar gewesen. Ja, aber das ist, eben, dort habe ich ja gewusst, das ist absolut Fakt. Das geht nicht. Ja. Nein, natürlich. Das eine Überlegung gewesen. Ja, machst du dann irgendwie die Nacht durch und machst die Sendung. Und, aber ich habe ja dann auch gemerkt. Keine soziale Kontakte mehr. Nichts. Das willst du nicht. Also, ein Kollege von mir hat es gemacht und der hat dann auf einmal angefangen mit Geocaching. Und dann habe ich gewusst, okay, bei dir ist es vorbei. Nein, Scheiße. Wie findest du Geocaching? Wenn du irgendwelche Filmdösle auf einem öffentlichen Platz und okay, unter einem Setzstein suchst. Nein, es ist geil. Ohne Scheiße, ich verstand den Reiz daran. Es ist so moderne Archäologie, oder? Es ist eigentlich so. Du spielst Indiana Jones in deiner Stadt. Ja. Und ich verstand es, ist der Bernhard Hoeger ist ja ein grosser Geocacher. Der hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Und der hat mal mir erklärt, was der Reiz an dem ist. Und ich habe es absolut verstanden. Ja. Es ist halt einfach, es ist ein Hobby, wo du auf der ganzen Welt kannst machen. Und das ist irgendwie noch geil. Weil egal wo du bist, ob du jetzt an einem einsamen Strand bist oder in einer Großstadt oder in den Bergen, du hast einfach noch wie einen Auftrag oder eine Aufgabe, wo du kannst, aber nicht musst erfüllen. Mhm. Mhm. Das heisst, du hast irgendeine Aktivität hast du schon eingeplant. Ja. Und das verstand ich. Also, ich finde es ehrlich, ja, wenn man Freude hat, dann finde ich das ein mega schönes Hobby. Ja. Ich fühle es einfach null. Wirklich null. Also ich hab mal eine Freundin gehabt, die hat das gemacht. Die hat das mega gerne. Ich habe gesagt, los, ich komme überall mit, aber suchen musst du scheisse allein. Ja. Da fühle ich wirklich einfach überhaupt nicht. Ich finde auch so, weißt du, so Escape Room und all das Zeug, halt all das Quiz-Zeug. Mit dem kannst du so mich jagen. Escape Room, gell? Kannst du mich jagen. Ich kann mir nicht streiten, das ist schade. Weil, aber da fühle ich auch überhaupt nicht. Also es ist wirklich so. Auch da, schaut, ich komme mit. Ich lasse mich eingeschliessen mit euch, aber macht ihr die Arbeit? Ich habe Freude, dass ich mit euch Kollegen darf dabei sein. Nein, ich als Klaustrophob, ich lasse mich nicht mal einschliessen. Vergiss es. So, wieso solltest du dich freiwillig einschliessen lassen? Und dann noch müssen irgendwelche Rätsel lösen, damit du wieder rauskommst. Ja, 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 ich machst du gerne Spiel? Spiel mache ich gern. Mhm. Ja. Führung? Also ich bin natürlich früher noch gamesüchtig gewesen. Ja gut, ja, es sind auch Spiele. Ja, ja. Das sind Spiele und mittlerweile, ich finde Gesellschaftsspiel, schwieriges Wort, finde ich sehr lustig. Ja. Also ich ha grosse Freude an Risiko. Mhm. Ich habe große Freude an Monopoly. Also weißt du, halt wirklich so die Klassiker. Wirklich? Ja. Monopoly. Sagt man eigentlich Monopoly oder Monopoly? Also der Schweizer sagt, also ich weiß nicht. Der Schweizer sagt wahrscheinlich Monopoly. Ja, weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also wir zu Basel sagen Monopoly. Monopoly, ich glaube, ich bin mit Monopoly aufgewachsen. Aber das aber ist sicher aber so, völlig falsch. Man sagt eigentlich Mono. Monopoly. Ich weiß auch nicht. Egal. Monopoly. Ich finde es eigentlich ein geiles Spiel. Ja. Yeah. Aber was mich richtig nervt, ist, dass einfach nach 20 Minuten ist klar, wer gewinnt und das regt mich. Nein, eben nicht. Wie spielst du denn das? Eben nicht. Es geht immer. Die Person, die nach 20 Minuten vorne ist, das ist die sich überlüpft. Gut, nach 40 Minuten in dem Fall. Ja. Also es zeichnet sich ja irgendwann einfach schon ab. Ja. Das ist ja wie im richtigen Leben. Der, der viel Geld hat, bekommt die. Ja, ja, das ist ja das, was sie einem wann mitgeben. wie unfair das ist. Ja. Aber wenn es wirklich einen massiven Vorsprung gibt, dass auf die eine Person hat irgendwie schon alles können bauen und alle anderen sind noch nie, dann wird es schwierig. Aber die Person kann sich trotzdem überlüpfen. Wenn eben schon nur eine zweite ein bisschen etwas gebaut hat und die erste Person, weißt du, ich kaufe noch mehr, dann landet sie auf einmal irgendwie auf 3 Häuser und kann nicht zahlen. Dann muss sie irgendwie 9'000 Stutz zahlen und kann nicht. Und dann fährst du auf einmal an, wie du deine Hotels abbauen, weißt du? Und darum. Was bist du für ein Typ, der alles einkauft oder der wirklich strategisch vorgeht? Mittlerweile bin ich ein bisschen strategischer. Also das heisst, am Anfang hast du einfach alles gekauft? Nein, eben nicht. Aha, früher, ja. Ja, ja. Ja. Da habe ich gemerkt, man überlebt sich eigentlich immer. Es bringt nichts, dass du so viele Häuser hast, aber du hast nur 100 Stutz, weißt du? Ja. Also ist eigentlich direkt schon eine Lehre fürs Leben, hä? Mhm. Ja, ich könnte es viel besser mit Geld umgehen. Und das als Comedian. Danke, das ist bemerkenswert. Ja. Ja, und Kartenspiel und so. Finde ich alles recht geil. Brandy Dog, finde ich auch lustig. Ja, selbst finde ich auch cool. Also, ich mag Spiele grundsätzlich auch nicht. Ja. Also, ich komme negativ überprüfen.
Nein, aber Spiele finde ich auch wirklich... Glücksspiel, hasse auf den Tod. Oh, da bin ich halt schon... Das ist eine Hirnwindung bei mir. Ist schon sehr, sehr angefressen auf so Scheiß. Schon? Mm. Nein, ich mag es nicht ausstehen. Also weißt du, Strategiespiel. Wenn ich verliere, weil ich mich gebaut habe, dann kann ich wie sagen, ja, ich bin selber schuld. Verstand ich weiß, was das Problem ist. Glücksspiel ist einfach nur elends Glück. Ja, aber weißt du, ich bin so ein Narzisst. Ich bin so ein Narzisst, dass ich das Gefühl habe, ich kontrolliere auch das. Aber wenn du nachher verlierst, schießt sie dann nicht an. Natürlich. Aber anscheinend ist ja psychologisch ist es so, dass, also ich bin nicht spielsüchtig zum Glück, aber Spielsüchtige sind im Hirn sind sie darauf getrimmt, dass sie effektiv nach dem Verlieren süchtig sind. Weil darum sind sie ja süchtig, sie können nicht aufhören. Wenn du die Geschichte hörst von Leuten, die sagen, ah, ich bin einmal in meinem Leben bin ich in einem Casino. Ja. Dann habe ich irgendwie Roulette, habe ich gefragt, wie funktioniert das? Dann hat es mir jemand erklärt. Dann habe ich gesagt, also komm, dann nehme ich halt, keine Ahnung, 23. Das habe ich immer gern gehabt. Weißt du, 23 ist doch eine tolle Zahl, oder? Und danach habe ich da irgendwie 20 Franken auf 23 gemacht und danach hat die Kunst 23. Und dann habe ich gesagt, klar, ist das toll. Jetzt haben wir 36 mal 20, das sind 720 Franken gewonnen. Und dann haben wir gesagt, super, jetzt gehen wir. So, wenn du so eine Geschichte hast, ist genau die Geschichte, die mir mal jemand erzählt hat. Ja. Das erste und letzte Mal, wo die Person in einem Casino gesehen ist. Dann weißt du, die Person ist nicht spielsüchtig. Ja, wie sonst hat sie nachher... Weil sie hat gewonnen. Sie hat gewonnen und gesagt, super. Ja. So, und der spielsüchtige Mensch ist einerseits süchtig nach dem, aber kann halt wirklich erst aufhören, wenn man verloren hat. Mhm. Ja, da bin ich genau wie das Beispiel. Also, Comedy Baden im Casino Baden, Baden im Grand Casino. Ja. Dort haben wir nach dem Auftritt noch 100 Stutz Jetons bekommen. Weltklasse. Und ich bin völlig überfordert, ich habe gar nicht gewusst, wann ich mit der. Ich wollte zuerst jemand anderem weiterschenken. Ich habe gesagt, nein, jetzt musst du also selber mal spielen. Hey, jo. Und dann bin ich dort an so einem Roulette-Tisch gestanden und habe das Zeug gesetzt. Mhm. Und irgendwie ist immer wieder etwas zurückgekommen. Mhm. Dann wollte ich mal noch ein bisschen zuschauen. Irgendwann sagt der Gruppe, ihr sagt mir denen, glaube ich, oder? Ja. Der Chef am Tisch sagt, du hast da übrigens noch Geld drauf, gell? Wolltest du das eigentlich noch? Und ich habe gesehen, auf einmal ist das ein riesen hoher Bär gewesen. Ich habe das völlig vergessen, dass ich dort Geld positioniert habe. Ich habe gesagt, oh, ist gut, gib es mir raus. Und bin am Schluss auch, also nicht mit 720 Stutz, aber irgendwie mit 200, 300 Stutz, glaube ich, rausgelaufen. Und habe aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl entdeckt, dass mich das jetzt voll im Bann zieht. Also ich wäre, glaube ich, ganz ein schlechter Kunde bei Casinos. Ja, bist du im Fall. Also, aber zum Beispiel, wie siehst du denn mit Pokern? Fühle ich gar nicht. Wirklich? Nein. Das lieb. Ich habe das einmal, mein Vater ist auch super angefressen, der hat auch seine Runde. Ja. Ist eigentlich eine super coole, so eine Männerrunde mit verschiedenen Alterskategorien, mega cool. Aber ich bin dort einmal gewesen und es hat mir einfach das Geld gekreut, das ich eingesetzt habe. Wirklich, hat mich einfach nicht. Also weißt du, ich gehe gerne mit euch in den Ausgang und gebe auch gerne das Doppelte von dem aus, aber dann haben wir alle etwas davon. Nicht einfach, nein, das reut mich dann. Ja, aber siehst du, weil zum Beispiel Poker tue ich auch sehr gerne. Ja. Ist ja auch ein Gesellschaftsspiel und es ist eine Mischung zwischen Glück und Geschicklichkeit. Ja, weißt, ich verstehe auch, wieso dass man das gerne macht. Ja. Allein ich eben fühle es nicht. Ja. Ja, aber was gibt es noch? Aber um deine Frage zu beantworten, das sind, glaube ich, so die grossen Kracher. Und, Jassen bin ich oft so unglaublich schlecht und dann verliere ich es, also vergiss ich es wieder. Und dort musst du schon wirklich ein bisschen mit Partner, da musst du schon ein bisschen die eintunen. So, also ich glaube, wenn man wirklich eine Jassrunde hat, dann ist es geil. Aber dort hat es mir ein bisschen auch meinen Vater versaut, muss ich sagen. Weil der hat früher noch viel gejasst und das hat so nach keinem Spass ausgesehen, wie die zusammen gejasst haben. Nein, ohne Scheiß. Dass ich so gedacht habe, wieso tut man sich das an? Also sind voll für eine Verbissung gewesen. Jenseits. Einfach vier Dudes und danach geht es los. Dann machst du wirklich. Wirklich so im Sekundentakt schmeißt jeder irgendeine Karte, oder? Ja. Und dann hat immer still. Niemand sagt etwas. Und dann ist irgendwann fertig.
Und dann wird noch schwätzen alle vier gleichzeitig. Ja, ja. Warum hast du beim dritten nicht das Kreuz da? Aber ich finde, es gibt doch wenig Schweizerischeres wie Jassen. Und zwar genau so, wie du es jetzt erklärt hast. Aber das hat also, für mich nie nach Spass gesehen. Ja, aber wir sind alle still da, machen unsere Sache und am Schluss immer noch schnell diskutieren und dann gibt es die nächste Runde. Also super organisiert Schweizerisch. Absolut, absolut. Eben, es nimmt recht viel Spass aus dem Jass. So, für mich. Ich finde es eben eigentlich noch leer. Also, ja, nein, ich glaube, ja. Vielleicht bin ich dort wirklich genug Bünzli, dass ich das wirklich eben auch geil finde. Nein, ich meine, ich kenne viele, die gerne jassen und ich verstand es auch dort. Ich verstand es absolut. Ja. Eben, wie gesagt, dort habe ich wie nicht die Gruppe, wo das irgendwie so entstanden ist. Ja. Oder? Ja. Aber es sind ja eigentlich auch Spiele. Also, weißt du, so Tischtennis. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Profi. Tischtennis-Spieler. Tischtennis? Also, aber finde ich so geil. Lange gemacht. Machst du das viel? Mm-mm. Aber ich hatte einen Killer-Sommer, wo ich zu Basel in einer Wohnung gewohnt habe, mit einem riesen, aber wirklich riesen Hinterhof, den ich alleine konnte nutzen. Mhm. Dann habe ich gefunden, also wenn ich das schon nutzen kann, dann habe ich einen fucking Pool angestellt. Weißt du, so eine aufblasbare Syntax, oder wie sie heißen. Und von meinem Kollegen, den ich dazwischen gemietet habe, der ist in den USA, hat es auch eine Tischtennis-Platte gehabt. Mhm. Und also der Sommer ist klar gewesen, wir haben grilliert, wir sind in das Becki und haben Tischtennis gespielt. Ja. Und dann merkst du halt, wenn du wirklich einen Sommer lang die hohen Bälle hin und her spielst, so ich würde sagen im September bin ich, für meine Verhältnisse, bin ich schon sehr gut gewesen. Haben wir Rundlauf gemacht? Manchmal. Aber, wenn haben wir erwachsene Menschen aufgehört, Rundlauf zu machen? Da ist doch jede Pause, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir sind wirklich rausgesäckelt am Ping-Pong-Tisch und haben Rundlauf gemacht. Ich glaube, dort ist wirklich das Alter, wo einfach... Nein, es ist so schade. Rennst du noch freiwillig? Würdest du jetzt hier einfach... Ja, fix! Ich fände es riesig! Ja, siehst du. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hat es auch immer zwei gehabt, die haben nie einen Schläger dabei gehabt. Das war ein Kollege und ich, weil wir es einfach immer daheim vergessen. Yeah. Da hast du immer mit der Hand spielen. Yeah, yeah. Du hast einfach immer hart verloren. Wobei, ich habe einen kennt, ich glaube, der hat eben extra immer seinen Schläger vergessen. Wie das so gut war, weil der hat mit der Hand. Der hat genau gewusst, wie, ob jetzt die Hand ganz flach oder ob sie so ein bisschen anwinkel ist. Und dann hat er keinen Schmetterball machen. Hand-Ping-Pong, ja. Ich kann dann irgendwie behaupten, der beschisst, dass er so, weißt du, so, also, mitnimmt. Ja, tut so. Er tut so, richtig, er tut so Millisekunden den Ball so kurz kontrollieren. Ja, wie heißt das im Basketball? Heute kann ich mir nichts merken. Drum, das ich habe keine Ahnung, was Basketball aber. Nicht Handling, logischerweise. Also es gibt natürlich Palming, das ist, wenn du effektiv... Einfach so in der Hand hast. Ja, würde unsere Hand nicht langen. Ja. Aber wenn du effektiv der Basketball... Die Hand schon, aber Kraft nicht. Ja, stimmt. Wenn du genug Grip hast, aber du brauchst ja schon ein bisschen Winkel. Ja, ja. Es gibt ein anderes Wort, ich weiß es nicht mehr. Egal. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dort ein bisschen mitnehmen. So. Nein, aber das ist das Plädoyer für mehr Rundlauf. Mhm. Weil ich meine, viele Buddies und so, gibt's doch so Ping-Pong-Tisch? Ja, was aber dort immer störend ist, ist, dass es so eine Metall... Also, kein Netz. Ist doch nein, das ist eben... Gut, da redet jetzt der Profi vis-à-vis von mir. Mir ist doch das völlig egal. Nein, ich bin überhaupt nicht Profi. Ich find's oft viel geiler, dass wenn du das so überpullert. Ja, dass so unglaublich blödes Glück kannst haben. Das einfach eigentlich irgendwie schmetterst du rüber. Und am besten ist, wenn er einfach irgendwie durchgeht und kannst sagen, ah, hast du drüber gesehen? Nein, hast du drunter gesehen. Niemand weiß es. Ja, aber das sind wirklich so Sachen... Von früher, wo wir wirklich fehlen. Ping-Pong, also eben Rundlauf. Yeah. Und auch, Jesus, wir sind früher bei einem Kollegen im Keller in einem Raum von wahrscheinlich etwa 4 Quadratmetern, nicht einmal wahnsinnig übertrieben netzt, und haben dort rein geshootet. Einfach auf die Wand angepölzt, ohne Ende und so Sachen. Sie sind eigentlich schon noch leer. Gut, das kannst du immer noch machen. Ja. Du musst auf den 4 Quadratmeter Raum finden. Ja. Ja. Ja, könnte mal fragen. Ja. Es hat einen tollen Fußballer gegeben, der zu Basel gelebt hat. Detlef Lauscher hat einmal für Basel gespielt, ist ursprünglich aus Köln. Ein großartiger Typ gewesen. Der hat immer gesagt, der ist, bis er gestorben ist, wirklich ein guter Fußballer gewesen. Und dort ist er sicher schon 50, wenn jetzt irgendetwas über 50 ist, gesehen. Und er hat gesagt: Du gehst mit mir in die Telefonkabine, es ist eine Stunde kein Ball.
Okay, Legende. Wo ist er? Oh mein Gott, der Detlef. Das ist ein richtig geiler Sieg gesehen. Schau genau. Hast du ein älteres Bild? Also älteres, im Sinne von, wo er schon älter ist? Ja. Ja, dort. Da. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Weißt du, das ist also Karli Odermatt-Zeiten oder was ist das? Ein bisschen später. Es hat doch mal, es hat mal den legendären Cup-Final gegeben, wo irgendwie, was ist gesehen? Der Günther Netzer sich selber eingewechselt hat. Aha. Und dann hat er 3-2 geschossen. Das ist eine legendäre Geschichte. Mir vorbei. Bin ich noch ein bisschen jung. 3-2. Irgendwie. Ja. Und hast du die gegnerische Mannschaft gesehen? Ja, aber schau da. Genau, da ist er doch ein bisschen älter. Schau mal, da rechts. Ja, klick mal auf das da. Der da? Ja. Ja, wird nicht viel größer. Mhm. Ja, das ist der Detlef gesehen. Siehst du eine Stunde kein Ball? Geiles Jahr gesehen. Ja, ich glaube, die Frage beantwortet mit dem Spiel. Was spielst denn du sonst noch gerne aus der Jasse? Ja, da ist es im Fall. Also das und eben Brandy Dog finde ich auch noch easy, weil es halt einfach wirklich strategisch ist. Ja. Also natürlich ist ja Glück dabei, aber kannst irgendwo noch sagen, ja gut, dort hätte ich oder das gemacht. Und es ist halt das Zusammenspielen, das finde ich schon noch cool, wenn du im Team bist. Mhm. Es gibt so... Hat doch vorhin auch noch, wie hat das geheißen? Oh mein Gott, das habe ich auch geliebt. Wo... Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ob irgendwie Meier, Arschlöchle oder der Vogel, ich weiß auch nicht, wie man es genannt hat, wo man auch im Team war. Mhm. Und wenn die eine Person die richtige Karte hatte, hat sie irgendwie ein Zeichen machen. Und die anderen haben dann müssen. Zeigt mir gar nicht. Oh mein Gott, das ist so geil gewesen. Also, du und ich waren jetzt in einem Team. Mhm. Und eben irgendwie, keine Ahnung, was es ist. Ich habe die richtige Karte. Und wir haben vorher den Zeichen abgemacht. Mhm. Und du musst dann sagen, dass wir gewonnen haben. Das okay. heisst, ich habe dir dann irgendwie gesagt, mein Zeichen ist, dass ich mir da irgendwie die Augenbrauen schnell so streichle. Ja. Das Problem ist aber, das andere Team kann natürlich sagen, stopp, oder wie sie es einmal eben genannt haben. Du hast das Zeichen gemacht quasi. Ja, wenn man es gerade gemacht hat. Ja. Ich weiss, dass das Zeichen das und das ist. Und wenn es richtig ist, dann kriege ich die Punkte. Irgendwie okay. so. Und dann machst du natürlich immer neue Zeichen ab und neue Signale und so. Und dann ist mit der Zeit diskutiert worden, weißt du, eben zählt jetzt irgendwie einen Schluck Wasser trinken, genau. Ja. Oder ist das zu normal? Weißt du, alles so Zeugs. Wie hat das geheißen? Ich weiß es nicht. Nein, sagt man gar nicht. Egal. Was ich am Anfang wirklich eh noch sehr cool gefunden habe, ist Cards Against Humanity. Ja. Da verleidet er einfach sehr gleich mal. Nach 2-3 Mal spielen hast du dann so ein bisschen alles. Ja, 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 ja. Aber halt die, halt die Sachen, die können entstehen, sind schon sehr lustig. Es gibt ja eine Schweizer Version. Ja. Kampf gegen das Bünzlitum. Ja. Und dort gibt es eine Comedy-Erweiterung. Mhm. Vor, keine Ahnung, 10 Jahren mindestens. Nein, nicht mindestens, aber etwa. 8 Jahre oder so. Und da haben ein paar Leute Karten beigesteuert. Und ich habe auch, aber mindestens natürlich alle Katastrophen. Also, weißt du, nachträglich gesehen, findest du, ach. Aber weißt du noch dabei gesehen? Renato, der Deville. Ja. Sonst noch ein paar. Also, das, aber eben, es verleitet mit der Zeit auch. Ja, es ist so. Also ist kannst eine Erweiterung. Mal spielen, mega lustig. Es ist wirklich ein glatter Abend, aber irgendwann ja, hat sich dann ein bisschen ausgelutscht, das Ganze. Und darum brauchst du immer ein neues Spiel. Was ich spiele natürlich jetzt auch viel Kinderspiel, wegen der Kinder von meiner Freundin. Mhm. Da gibt es auch noch lustiges Zeugs, wo du mit der Zeit entdeckst. Irgendwie, ich habe jetzt eins gekauft und gefunden, es sieht lustig aus. Keine Ahnung, was das Spiel ist, oder? Das heisst Biberbande. Das sagt mir aber irgendetwas. Und ich kaufe das so, und sie haben es kennt, weil irgendwie im Hort gibt es das auch und so. Oder? Mhm. Das ist wirklich ein lustiges Spiel. Aus dem Bagger? Es ist irgendwie so, du hast irgendwie 4 Karten und du darfst nur die äußeren 2 anschauen, die anderen nicht. Mhm. Und das Ziel ist, so wenig Punkte wie möglich zu haben. Und es geht von 0 bis 9. Mhm. Und dann siehst du die äußeren 2 Karten und dann weißt du, ich habe eine 4 und ich habe eine 9. Das ist das Ziel, zu täuscheln. Und dann okay. kannst du irgendwie die Karte ziehen und dann kannst du sagen, okay, ich tue jetzt die Tüschle und dann legst du die anderen ab und so. Ja, ich glaube, das hat man schon mal jemand probiert zu erklären. Ja, ja, es ist jetzt schwierig, es gerade so zu erklären, oder? Und schlussendlich kannst du dann auf irgendwann sagen, letzte Runde, wenn du das Gefühl hast, du hast am wenigsten Punkt. Ja, okay. Und du kannst natürlich auch zum Teil oft extra machen, weil du das Gefühl hast, ich habe zwar gar nicht so wenig Punkte, aber... alle anderen hätten noch viel mehr. Und es ist irgendwie jetzt lustig gezeichnet und so. Was hast du gefunden? Was ist das?
das nagelscharfe Kartenspiel. Es ist ein Kinderspiel, auf das zu sagen. Mit so Videos hast du mich einfach. Das ist wie Dings, wie haben die geheißen? Die Cartoons, die dann immer super schrecklich sind. Happy. Wie haben die geheißen? Happy Tree Animals oder irgendetwas? Keine Ahnung. Oh, kannst du das schnell suchen? Das finden wir raus. Dann schauen wir jetzt eins. Wenn wir das finden, und das habe ich seit 20 Jahren gedacht. Ich glaube, irgendetwas Ähnliches. Also die hast du bei deinen Kindern angeschaut? Die sind dann irgendwann auf MTV und so Zeug sind sie gekommen. Sie Happy sind Tree Academy. Was? Academy. Nein. Schon irgendetwas mit Animals. Das sieht schon mal danach aus, ja? Wie Happy heißt Tree die? Friends Party Animal. Hm? Ah, Happy Tree Friends. Ah, ich bin nicht schlecht gewesen. Mhm. Okay. Jetzt schauen wir auf irgendeine. Achtung. Wie lange geht das Video insgesamt, Christoph? 3:30. Das geht ja nicht. Das ist ja Part 1. Das ist ja riesig. Nein. Also, aber das. Hey, mega cool. Nein. Also, Yves, mit dem. Nein. Wenn ich daheim bin. Mit dem gebe ich mich nicht zufrieden. Wir schneiden. Also, ich sage jetzt so. Ab da sind wir wieder dabei. Ich habe dir jetzt gerade einen Clip gezeigt, da hast 3 Minuten 30 mega gegangen cool. Und es ist nichts passiert. Okay, jetzt ist die Frage, also das habe ich jetzt alles weggeschnitten, weil es ist blöd. Aber ich will dir Happy Tree Friends zeigen. Ich will dir einen kurzen Clip zeigen. Such mal einen kurzen Clip von Happy Tree Friends, wo nicht zweiteiler ist. Weil wir haben jetzt, wahrscheinlich ist das alles Einleitung gesehen, dass der zweite Teil hoffentlich lustig ist. Also es ist wirklich so, also für die, die es auch nicht kennen wie ich, es ist wirklich Level Teletubby in schlecht. Es ist super schlecht, das ist ja die Idee, aber... Also da ist ein 2,53. Mhm. Okay, gibt es noch kürzer? 1,46. Ja, da sind wir schon eher dabei. Eye Candy. 1,46. Ja. Was ist noch kürzer? Gibt es noch kürzer? Nö. 58 Minuten, okay, 1,11. Was, 58 Minuten? Mhm. Oh mein Gott. 1,11. 1,11, so. Nehmen wir mal da. Mhm. Okay. Moment. Nein. Was war das? Ah, nein, da, ja. Ja, der hat irgendwie fast 6 Millionen Views. Kann nicht so schlecht sein. Mhm. Okay. Bis jetzt finde ich gut. So, jetzt! Siehst du, so sieht es eigentlich ganz kurz und es passiert immer ein bisschen viel zu krankhaft. Den hätt's mich! Den hätt's mich! Okay. So, siehst du? Und der hätt's ja. Boah, der Christoph, findest du das auch so geil wie der Joel? Mega. Ja. Das ist für mich eine Teenie-Erinnerung. Ich bin jetzt in den Sinn gekommen, als ich das andere gesehen habe. Das ist wirklich so super nervig, schrecklich. So jetzt da. Gut. So, und wenn du es also, nicht kennt hast, habe ich gefunden, das war jetzt ein perfekter Beispielclip. Gut. Es also, gibt noch viel wenn ihr das nicht kennt, ihr habt nichts verpasst. Oh. Ich glaube, das haben wir gefasst. Ja, das ist halt, weißt du, bei Cartoons kann man ja grotesken Humor eh gut finden. Das ist ja wirklich kein Problem denn, oder? Ja. Aber bist du Fan von grotesken Humor? Nicht so? Ich bin voll Fan von fast allem Humor. Mhm. Mal, das ist wirklich, also ich bin da sehr, sehr breit. Das hätte jetzt aber nicht abgeholt. Ja? Nein, das. Nein, das hat jetzt nicht so. Ja. Ja.
Hey. So ist es verschieden. Aber ich habe Freude gehabt, dass du so Freude hast. Ja, ich habe nicht gekannt, dass es jetzt nicht so schlecht fand. Es ist nicht der Beste, sicher nicht der Beste, aber ist ein kurzer gesehen und erklärt das Konzept von Happy Tree Friends. So, ja. So haben sie geheißen, nicht Happy Tree Animals. Ja gut. Was ist deine erste Berührung zur Comedy? Das ist eine ganz gute Frage. Das sagt man immer, das ist eine ganz gute Frage, wenn man noch Zeit braucht, um zu überlegen. Mhm. Ist von dem her wirklich sehr eine gute Frage. Ich glaube, es war Peach Weber Kassette. Also wirklich ein Klassiker. Ja. Peach Weber Kassette und dann Klibi und Caroline Kassette. Ja. Yeah. Was ich ja auch eigentlich grandios finde, weil ein Buchredner lebt ja eigentlich davon, dass man sieht, aber bei ihm haben sogar Kassetten funktioniert. Ja, also das sagt ja sehr vieles. Ja. Ja, und nachher im Fall, ich weiss noch, dann so, irgendwo so, was ich mit 12, 13 sind wir auf Portugal geflogen und dann ist dort im Entertainment Service inne, hast du so Kopfhörer können kaufen, ja. Tut's mal noch. Und dann hast du so Schweizer Comedy können hören. Wirklich? Da hat's wirklich alles möglich gehabt. Also das Bändli nach Warp und ja, einfach verschiedenste Sachen, wo ich richtig laut, also beim Bändli auf Warp habe ich laut, das ganze Flugzeug müssen laut zusammen lachen, bis der Vater gesagt hat, so, jetzt musst du Kopfhörer rausnehmen, jetzt ist zu viel. Das ist wirklich so eine bleibende Comedy-Erfahrung gewesen. Ach, krass. Ja. Ich weiß, also auf dem Flugzeug habe ich noch nie können. Also doch, irgendwann hat sie auf den Swiss-Flug hat sie ja Stand-Up aus dem Bernhard-Theater. Ja. Hat sie ja. Swiss und Edelweiss. Hast du dort eine Stand-Up-Comedy-Show schauen. Aber sonst habe ich nicht gewusst, dass es irgendwie... Und du bist aber nie gesessen und hast dich selber geschaut. Ich habe mal... ich habe wirklich einen Flug gehabt, wo es gekommen ist. Und ich habe es so absurd gefunden, weil ich dann... weil ich schon gesehen habe, dass jemand vorne dran auch das eingeschaltet hat, weißt du? Und dann habe ich so gedacht, ja, ich kann jetzt nicht auch schauen, weißt du? Und wenn ich dann komme und so, das hat mich extrem irgendwie verwirrt und so. Ja. Aber es hat mich mega Wunder genommen, wie die Person das findet. Oder? Und ich hatte das dann auf der Bühne, habe es dann so ein bisschen verarbeitet. Dort habe ich es halt ein bisschen weitergespinnt. Dort ist behauptet gesehen, dass man quasi wie zusammen schauen. Aber dass die Person es am Schluss gar nicht geschaut hat. Ja. So, das ist dann eigentlich der Joke. Genau, gesehen. Aber der Ursprung ist wirklich gesehen, dass ich gesehen habe, wie jemand die Sendung geschaut und ich gewusst habe, fuck, ich komme noch in dieser vor. Aber du hast es selber dann nicht geschaut? Nein, ich habe gefunden, es geht nicht. Ich finde es schon nur schwierig, wenn ich mal im Zug bin oder so. Und dann machst du halt eben so, ja, machst halt Bürosachen. Und dann merke ich immer so, jedes zweite Mail irgendwie kommt nicht mehr die Gesicht aufpoppt. Weißt du, da Plakatentwurf oder weißt du, irgendwie sowas. Oder irgendwie ein Videolink. Weißt, du denkst schon immer, wer schaut mir jetzt da hinten auf den Bildschirm? Und dann denkst du wirklich so, shit, da findet sich schon mega. Ja. Ich hatte es im Fall allein schon beim Bürofenster, wo ich wahrscheinlich von außen sehe, gar nicht wirklich hier. Aber wenn ich halt dann genau das, was du jetzt gesagt hast, irgendwelche Plakatvorschläge oder so etwas, du siehst deine eigene Fresse, auf Deutsch gesagt, relativ viel. Mhm. Ist einfach so in dem Job. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin es gar nicht. ja, das stimmt. Irgendwann schaust du wie so als Drittperson an. Ja. Aber ich hatte dort einmal auch so, oh, fuck, jetzt läuft jemand durch und dann klicke ich es einmal so wirklich peinlich berührt, klicke ich es weg. Das ist ja noch schlimmer. Und du so, als ob ich mega am Arbeiten wäre. Eben, das ist ja noch schlimmer. Ich habe einmal, dort habe ich auch noch beim Radio geschafft. Dann komme ich aus dem Radio raus und laufe so die eine lange Strasse, wo es da gehabt hat. Und habe gerade frisch Pressebilder geschickt gekriegt. Ja. So, weißt du, da sind sie jetzt mal ein bisschen bearbeitet, let me know, oder? Und ich so auf dem Handy und wirklich halt super dumm, weißt du, während dem Laufen. Und ich so, gerade mal durchschauen. Das kann ich nicht warten bis daheim. Du musst in dem Moment, oder? Und dann habe ich wirklich so ein Bild nach dem anderen von mir, habe ich so durchgeswiped. Und dann komme ich an eine Ampel und die ist rot und ich warte und ich tue weiter swipen. Und irgendwann sagt jemand neben mir, Joel? Und es ist einfach eine, die ich aus der Schule noch kenne, weißt du, die mit mir zusammen in der Klasse gesehen ist. Und die sieht einfach. So, wie du selbst verliebt die Fötel durchschaust. Ja, später sieht sie einen an der Ampel. Es ist so wichtig, dass er auf öffentlicher Straße, wo man könnte von einem Auto überfahren werden, sich selber auf dem Handy anschaut. Und ich so, oh Gott. Dann habe ich eben auch so ganz peinlich berührt. Ich so, hallo, weißt du? Oh mein Gott. Ja.
Das geht ja teilweise noch weiter. Und dann wird es wirklich schizophren, wenn du manchmal, einfach weil es halt schnell muss gehen, gewisse Medienmitteilungen oder Zusammenfassungen von einem Bericht vom Programm selber mal schreibst, um nachher die Agentur zu schicken. Wenn du dann einfach von dir schreibst, nach einer absolut gelungenen Premiere, das Publikum war begeistert, und, du weißt genau, komm on, du tust jetzt dich einfach selbst belobhudeln. Also ist eigentlich dann schlimm. Ich sage jetzt nicht wo, aber ein Auftritt ist der Journey von der Zeitung, gell? Ist nicht gekommen. Und hat dann allen Comedians geschrieben, oh nein. Sie sollen doch 2-3 Sätze zu ihrem Auftritt im Profi im schicken. Und jetzt kannst du dreimal raten, was ich für 2-3 Sätze ihm geschickt habe. Das Publikum war begeistert. Standing Ovation. Nein, nicht nur begeistert. Wirklich. Aus dem Häuschen. Weil ich dachte, ja, also. Da kann ich dir immer noch sagen, aber jetzt. Was hast du wirklich geschrieben? Weißt ja, mit dem verrot ist es natürlich. Ja, das ist ja gleich. Ist verjährt wahrscheinlich, oder? Das hast du gesehen, irgendwie. Irgendetwas, bla bla bla. Und seine Improvisation. So ist es. Irgendetwas zuerst, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Und dann habe ich geschrieben, und seine Improvisationen brachten die Zuschauer zum Schreien. Ich habe alles richtig gemacht. Absolut. Der Saal bebte. Nein, aber. Die Leute wollten nicht mehr gehen. Und weißt du, dann haben wirklich so geschrieben, zuerst habe ich eine Nummer über das und das und danach rede ich über das. Dann ist es einfach so, Babys sind sie einfach so am Schreien gesehen. Ja, aber also, ist der einfach krank gewesen? Oder, also, wieso ist der nicht gekommen? Oder keine Ahnung. Schafft er einfach so? Aber ich meine, schon also, in Basel hast du das auch lange gehabt, dass mit so, es hat immer so einen Klatsch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es hat so die Tante so und so, von irgendwie, weißt du, so, eben so ein bisschen so Güppli-Aperos, oder? Und ist eigentlich nie mehr gesehen. Entsprechende Journey oder Journalistin oder was weiß ich. Sondern dort hat man sich ein bisschen informieren lassen, weißt du, so, was abgegangen ist. Was aber eigentlich auch noch nicht mal so unschlau ist, weil wenn man natürlich weiss, irgendwie der Keller ist der, der immer kommt schreiben, dann ist es etwas anderes, wie wenn einfach ich jetzt mit dir privat rede, du bist jetzt nicht der Journey, aber du erzählst dann vielleicht am anderen. Also weißt du, es ist irgendwie so, es ist wirklich ein bisschen mehr Klatsch und Tratsch vom Effekt her. Ja. Oder? Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich bin so müde, ich habe den Faden verloren. Von was haben wir es gehabt? Von irgendwie selber genau, Text selber schreiben. Und nachher hast du dein Beispiel gebracht von eben dem Journey, der nicht gekommen ist. Ja. Yeah. Genau, das wollte ich sagen. Das ist jetzt wirklich absolute Selbstbeweihräucherung. Aber der Journey, der gekommen ist, beim Comedy-Dienstag in Schaffhausen, der hat von mir geschrieben, Emil-Qualität. Ja, siehst du jetzt. Das habe ich aber sofort auf den Flyer gelassen. Gut, das war auch ein richtig geiler Auftritt gewesen. Ich habe es wirklich nicht wegen dem gesagt, aber danke vielmals. Ich habe es jetzt wegen dem gesagt. Du hast, also das Publikum war begeistert. Ja, brachte Zuschauer zum Schreien. Zum Schreien. Du brauchst auch noch ein bisschen Wasser. Ja, gibt es da noch? Da kommen die Zistig. Der gibt es noch. Ist jetzt gerade der Khalid Bounouar gewesen. Super. Von Deutschland gekommen. Super. Der Hamza Raya ist noch gewesen. Ja. Bei dem mal vorher. Nein, ist sehr cool, ja. Isabel Meil ist gsi. Nice. Ja. Was macht er das? 4-mal im Jahr? Ja, 5-mal. 5. So, je nachdem, ja. 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 Und wo? Immer noch am gleichen Ort? Wir müssen wechseln, wir sind jetzt im Keller. Sehr also, gut. Da hat früher noch der Keller geheißen, jetzt ist der Club 8. Ja. Das ist wirklich so anno dato mal irgendwo in den 50er, 60er Jahren. So das erste Ausgehlokal für die damalige Jugend. Wirklich? Und jetzt in den letzten Jahren ist er eher so ein bisschen verkümmert. Und jetzt sind wirklich ein paar ganz Junge gekommen und haben den neu aufgebaut. Also die haben alles neu, Innenausstattung neu gemacht. Sieht mega schön aus. Und es ist auch cool, weißt du, es ist so ein Gewölbekeller. Ja. Wo einfach eine geile Stimmung auch gibt. Du bringst 100 Leute hier und dann ist es einfach patschvoll. Das ist das Beste. Und es gibt einfach wirklich schöne Stimmung. Ja. Ja. Ich finde, für Comedy ist es nicht geiler als ein Keller. Ja. Ja.
Es macht schon etwas. Also jetzt sind wir gerade in London gesehen, sind wir auch in einem Comedy Club und es macht einfach schon etwas aus, wenn du ersteigen da rab musst. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich so. In die Gruft. Zu, zum Lachen in den Keller ist wirklich so. Irgendetwas stellt in deinem Hirn schon um, dass du oft weißt. Möglichst keinen Empfang hat, genau, dann weißt du, du bist eh voll auf richtig, das Kunst. Jetzt gehen wir ein bisschen in eine andere Welt. In eine andere Welt, wo das irgendwie. Eben, wo es okay ist, zu lachen. Ja. Weißt du, irgendwie? Ja. Ja, nein, das ist sehr cool, ja. Sehr gut, sehr gut. Und mit dem Solo bist du auch noch unterwegs? Ja. das ist ja auch, also du kennst es ein bisschen, das ist wirklich auch so, also die Situation kennst du ein bisschen. Mhm. Hat einfach wirklich so eine Corona-Missgeburt eigentlich, das Programm. Also nicht inhaltlich, sondern halt einfach von der Dauer, wo ich es spielen kann. Es ist wirklich dort, wir haben ja, ich hatte meinen letzten Auftritt von Corona mit dir noch gehabt, zu Luzern. Ah, wirklich? Ist das das letzte gesehen? Ja. Das ist übrigens dort, wo du gesagt hast, du musst unbedingt mal in meinem Podcast kommen. Dann bin ich auch und dachte, ja, so gut, da freue ich mich jetzt. Und dann habe ich mich gefreut und gefreut und gefreut. Hey, oh yeah. Und 3 Jahre später haben wir es. Also, mega schön, dass ich drauf da bin. Und genau, und nachher hätte ich eigentlich wirklich gerade Premiere gehabt. Gerade kurz darauf ab. Mhm. Ja, dann war es natürlich einfach nichts mehr gewesen. Ja. Und dann habe ich es irgendwie ein paar Mal aufgeführt, so in diesen 2,5 Jahren, so mehr schlecht wie recht. Und jetzt habe ich auch gefunden, hey, weißt du, im Frühling, ich tue es gar nicht aufführen, weil einfach so viel immer noch Mühe haben, mit überhaupt Leute anzubringen. Und konzentriere mich jetzt auf den Herbst und mache es dort noch so 6-7 Mal und dort gebe ich einfach nochmal Vollgas. Und dann habe ich auch gefunden, ich würde lieber dann und dann schön viele Leute. Yeah. Und dann machen wir auf nächstes Jahr ein neues Programm. Alright. Ja. Ja, es ist eben je nachdem, in welchem Zeitrahmen man gesehen ist, von dem Corona-Ding, ist wirklich, ich glaube, der Gammetaler hat, glaube ich, Premiere gehabt und dann ist Lockdown gesehen. Ist auch sehr unbefriedigend. Ja, so, weil es ist schon in einer speziellen Zeit und dann hast du für nichts eigentlich gelernt und so. Und ich auch, was ist das gesehen? Ist die Euro gesehen oder die WM? Was haben wir jetzt wieder gehabt? Oh mein Gott, jetzt haben wir die WM gehabt. Also die Euro. Die Euro ist 21 gesehen, oder? Ja. Dort habe ich auch, glaube ich, einen im Sommer gehabt. Ein einziger. Ja. Weißt du, so ein halbes Jahr. Das dürfst. Dann musst du nochmal in den Keller runter, alles üben, alles wieder in Britannien. Und ich wirklich im Vorfeld immer schon gesagt, hey, ist das eine gute Idee, da dort im Sommer und so. Ja, sie wollen und super und machen wir, oder? Und ich so, okay. Und dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, 2. Juli oder irgend so ein Datum. Und dann hat Schweiz gegen Spanien im Halbfinale gespielt. Oder ist das Halbfinale gesehen, ich glaube. Oder Viertelfinale. Ja, Viertel. Schweiz sind wir noch nie gekommen. Nein, stimmt, Viertelfinale. Aber sie haben halt die Franzosen schon im Achtelfinale geschlagen. Das hat sich angefühlt wie ein Viertelfinalsieg. Ja, und das hat ja dort dann auch wirklich gleich noch die Euphorie gegeben, dass sicher alle gesagt haben, wir schauen den Match, dass wir zum Mutzi gehen. Richtig, und darum sind es wirklich in den 20 sehr, sehr alte Menschen gesehen. Jemand noch mit irgendwie, weißt du, mit dem Handy so auf dem Schoß, weißt du, so. Und also angestellt oder wie? Ja, klar. Aha. Mit dem Matsch drauf. Aha, nein, ach so. Und und es ist eigentlich gemein gewesen, weil der Cenk hat Support gemacht und ich glaube gerade dann ist die Verlängerung gesehen. Ja. Weil da ist ja um 6 Uhr losgegangen. Ja. Und das heisst, irgendwie am 8., wo er auch gespielt hat, ist irgendwie eine Verlängerung gesehen und ich habe irgendwie backstage habe ich noch ein bisschen die Verlängerung geschaut. Und dann ist das Schlimmste gesehen, ich glaube in der Pause, es haben alle können, die dort gesehen haben irgendwie können das Penalty-Schießen schauen. Die Schweiz geht raus. Und dann sind sie mit dem Gefühl und, wieder zu dir genau, zurückkommen. Und dann hat es geheißen, ja. Show geht los. Da kommt jetzt mein Solo-Programm. Aber so wie ich dich kenne, ist es einen schönen Abend geworden. Das ist nicht so schön gewesen. Das ist nicht so schön. Also doch, es war ein schöner Abend gewesen mit dem Cenk und es sind nette Leute dort und so, weißt du, aber das ist wirklich eine Arbeit gewesen. Ja gut, das ist ja eh, also ich meine, ich habe noch weniger Leute gehabt, wo ich wirklich zmitzt in der Corona-Phase, also dort, wo du das erste Mal so ein bisschen hast können aufmachen, habe ich einen Auftritt gehabt zu Bern, im Käfigturm. Und geil, dort hat es ja, was hat es dort? 300 Leute, Platz 2. Ja, 22. Ja, genau. Ja. Ich habe 17 gehabt. Hey. Ja. Weil das ist halt wirklich, oder? Quasi Newcomer in dem Gebiet dort sowieso noch. Mhm. Und zu einer Zeit, wo die Leute
viele sich noch nicht getraut haben. Yeah, yeah. Die allermeisten, wir sind uns ja das gar nicht gewöhnt, dass man überhaupt rausgehen kann. Also, es sind einfach 17 oder 19 Leute gekommen. Yeah. Und wir haben es irgendwie nicht können auf die Bühne nehmen. Weißt du, dass sie alle schön vor mir auf der Bühne gehabt. Yeah. Sonst ist es halt wirklich im Publikum verteilt. Mhm. Und es war Arbeit. Coole Leute, aber Arbeit, weil ich meine, wir kennen es selber. Das ist schön, wenn du daheim auf dem Sofa etwas schaust, dann lachst du, dann schmunzelst du ein bisschen, aber brüllst du nicht laut raus, oder? Ja, gut, ich habe am einen Ort 8 gehabt. Wirklich? Ja, ja, trotzdem gespielt. Also weißt du, während Corona habe ich gefunden, ich spiele alles. Ja. Scheiße. Ja. Ja. Und dann hast du aber viel mit den Leuten einfach Interaktionen gemacht. Ja. Ja. Und dort hat es mir geholfen, dass ich halt vor Corona schon vor wenig Leuten gespielt habe. Mhm. Also nicht gerade vor Corona, aber so... Ich weiß so, 16, 15, 16, 17, so, oder? So in diesen Jahren habe ich ab und zu mal noch einen gehabt, wo halt auch nur 18 Leute rumgesehen sind. Mhm. Und der Nico Arn, der ist oft Support zu dieser Zeit. Und er hat mir dann gesagt, ich habe das Gefühl, du bist sogar besser mit weniger Leuten. Okay. Weil eben du auf die... Es ist noch total intim. Ja, du fährst auch auf die einzugehen und mit denen zu kommunizieren. Ja. Und was ich dann so gemerkt habe... Ja, und was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich das dann nachher da auf die Grossbühne übernehmen kann. Ja. Weil was du nicht lernst am Anfang, ist, du stehst auf eine grosse Bühne und du schwätzt einfach ins Nichts. Du kannst die Show kannst du performen und wenn ein paar hundert Leute dort sind, kein Problem. Und ich meine, ich habe zum Glück... Klingt jetzt so blöd, aber ich habe zum Glück können im Hapsetheater anfangen mit dem Solo und die Premiere ist ausverkauft gesehen. Also hast du irgendwie 300 Leute oder was gesehen sind und du spielst dort einfach in so einem schwarzen Raum. Und das habe ich auch gemacht, als ich Theater gespielt habe. Das heisst, du hast einfach dort ins Leere hast du gespielt und du hast gewusst, es kommt an. Und dann aber kommst du eben auf die kleine Bühne und du hast wenig Leute und du fährst auf einmal an die anschauen. Und dort habe ich dann gemerkt, aha, du musst effektiv mit diesen Leuten kommunizieren. Ja. Und dann, wenn ich dann wieder auf die Grossbühne bin, habe ich gemerkt, Das können mitnehmen und halt, jetzt kannst du das auch hier machen. Du das sogenannte Crowdwork vom Feinsten nachher können übernehmen. Ja, es ist einerseits Crowdwork, aber es ist andererseits auch effektiv, wie du zu den auf Leuten spielst. Ja. Also weißt du, und zwar nicht über die Leute irgendwie so auf der Scheinwaffel schauen, oder? Das merken sie. Sondern es ist ja dann effektiv zu den Leuten. Ja, aber das ist etwas, das überrascht mich vielmal. Ich habe letztens einen Moderationskurs gegeben, vor Leuten auftreten quasi. Und dann ist auch, und das ist glaube ich bei so vielen Leuten ganz, ganz tief verankert, der Trick, wenn du quasi niemand siehst, dann nimmst du 3 Punkte und die schaust du den ganzen Abend an. Und das finde ich so schlimm, weil erstens mal für die 3 Punkte, also das sind meistens irgendwie 3 Leute, auch wenn man es nicht sieht, dort hockt irgendjemand. Yeah. Die werden, also für die ist ja eigentlich Stress pur, weil sie werden den ganzen Abend angeschaut. Ja. Durchgehend. Mhm. Also, weil du hast das Gefühl, ja, der schaut mich jetzt an. Also kannst du nicht mal irgendwie runterschauen oder so, weil du hast das Gefühl, oh, der schaut mich die ganze Zeit an. Du fühlst dich verwünscht. Also, das ist einfach Stress. Genau, fühlst dich verwünscht. Alle anderen werden nie angeschaut und die lächeln ja dann an, dass der auch mal oder die dort oben mit mir mal irgendwie in Kontakt tritt. Über den Blick. Und also das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Darum, ich sage dann auch immer, hey, probieren möglichst, auch wenn ihr niemanden seht, weil ihr einfach eine schwarze Wand vor euch habt, schaut einfach überall an. Weil, wenn die Leute das Gefühl haben, ihr schaut es an, dann ist das einfach 1000-mal geiler. Absolut. Also, geht ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Publikum bin, geht mir das genauso. Obwohl ich ja weiss, der sieht jetzt nichts dort oben. Aber jetzt hat er mich gerade angeschaut. Yeah. Mega geil. Ja. Yeah. Absolut. Ja. Ich hatte das schon gehabt, irgendwie als Teenager, wo ich mal ein Musical schaue. Ja. Und dann hat mich der eine so angeschaut und ich habe so gesehen, oh mein Gott, wow. Ja, voilà. So, oder? Ja. Und ich merke es auch, wenn man mal das Publikum sieht, merke ich auch, wenn ich jemanden anschaue, merke ich, wie oft immer gerade so ein bisschen... Ja, es gibt eine Veränderung. Die Mimik sich gerade verändert. Vorher sind sie so ein bisschen passiv. Und sobald sie anschaust, sind sie so, oh. Und dann und sie smilen ein bisschen. Eben. Ja. Und wenn das ein, zwei Mal ist, am oben, perfekt. Wenn es vor 60 Minuten, wenn es auf 20 Minuten ist, ist glaube ich nicht so geil. Ja. Weil ich jetzt einen hatte, in Vaduz, da hat sie irgendwie Lichtprobleme gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, sonst mache ich halt einfach den... Das mache ich einfach Zahllicht. Und ich so, okay. Ah ja, das ist glaube ich der, wo nachher einfach alles an war, oder? Ja, das Sputzlicht gesetzt. Ja, genau. Das ist einfach wirklich wie im Spital. Einfach so, bam.
Und dort habe ich es dann auch wieder mal gemerkt. Also gemerkt, okay, heute habe ich jeden Mensch sich einmal angeschaut. Ja. Und sie haben es auch gemerkt. So, aber das war zum Beispiel eine geile Show gewesen. Und ja, dort, eben, dort hilft es. Und das ist wahrscheinlich eben noch vor Corona. Darum habe ich während Corona, es war mehr so die Situation, mhm, habe ich eigentlich nicht so ein Problem gehabt, vor 8 Leuten spielen. Ja. Aber, muss man dann natürlich sagen, es ist einfach, weil man so nötig hat, spielen. Im Sinne von, weil ich gewusst habe, dann geht es mir auch besser, ja, oder? Ja. Und, ja, ja. Und wenn man die Wahl hat, dann würde ich schon sagen, ich nehme lieber, ich nehme lieber 100 aufwärts, oder? Als 8 oder 16 ja, oder so. Ich finde einfach 100 ist wirklich so eine schöne Zahl. Ab 100 hast du so eine gewisse Größe beieinander, wo halt auch einfach ein gewisser Wumms kommt. Also, ja. Wenn 100 Leute zusammen lachen, ist das einfach, das tönt geil. Mhm. Das ist einfach, das gibt einfach eine Energie. Ja, definitiv. Aber ich habe gemerkt, es ist, früher habe ich immer so gesagt, ab 150 tönt es toll. Weißt du, ja, dann sagst du irgendwann so, ab 100 tönt es toll und so. Und es ist natürlich schon, eben in meiner Kernung, 300er Raum, 30 wird schwierig oder 18, wie viele wir immer gesehen sind. Aber grundsätzlich habe ich gemerkt, es kann, nicht immer, aber es kann auch schon ab einfach zweistellig, auch wenn es nur 10 sind. Ja, ja, ja. Aber es kommt immer auf Setting drauf an. Ja, ja, wenn die alle gleichzeitig lachen, ist auch schon geil. Ja. Also weißt du, irgendwie, es gibt so einen richtigen Effekt, gibt es wirklich, glaube ich, ab 30, 40, wenn dort alle gleichzeitig lachen, ja, merkst du nochmal ein bisschen mehr. Und ja, ab 100 ist dann wirklich Show-Feeling. Ja. So, das glaube ich schon. Aber gut, ich meine, wenn du natürlich 100 hast in einem Saal für 1000, dann ist der wieder kack. Absolut, ja, aber es ist ein schönes Verhältnis. Nicht, ja. Ja, ja, und dann kann es noch hoch sein, ja, und all das Zeug eben drum. So sind wir eigentlich drauf gekommen. So ein kleiner Keller. Ist ja natürlich schon geil. Ein kleiner Exkurs. Aber ich meine, wenn du Solo spielst, ich weiß nicht wo, aber du hast zum Teil schon grosse Säle am Start in der Ostschweiz. Ich glaube, Weil, wo du mich geladen hast, wo ich nicht kommen konnte. Das sind ein paar hundert Leute gesehen, oder? Ja. Das war, glaube ich, der Niere gesehen vom letzten. Ja, genau, das war der Niere. Yeah. Ja, vor Corona, sage ich jetzt mal. Ja, es ist einfach so. Yeah. Vor Corona sind es, ja, ich sage jetzt mal, an den meisten Orten irgendwo zwischen 120 und 300 gewesen, so, yeah, so um das herum. In der Ostschweiz, ja, weil man mich dort einfach dort schon kennt hat. Und jetzt nach Corona, ja, ich muss jetzt mal schauen im Herbst, wie es kommt. Yeah. Also ich denke, ich hoffe schon, dass wir irgendwo eben auch wieder in diesen Bereich reinkommen, aber ich glaube schon. Bist du optimistisch? Ja, sehr. Also ja, ich bin ja jetzt sowieso immer, gell, kennst du es ja. Nein, wirklich. Weil was ich jetzt gemerkt habe, bei Bahnen, mich eingeschlossen, ist wirklich, wie es jetzt so nach, so Ende Herbst, Anfang Winter, wie es wirklich wieder anfängt anzuziehen. Schön, schön. Ja. Und wie auch wirklich neues Publikum kommt und viel, eben nicht nur bei mir, ich höre es dann von anderen auch, viel, die zum ersten Mal an eine Comedy-Show gehen. Also wirklich, es erschließt sich etwas Neues. So. Ja, ja. Und darum sehe ich es echt gut für nächsten Herbst. Ich habe jetzt keinen Auftritt mit meiner Show, aber ich habe also einfach gemerkt, bei den Anfragen, die sonst gekommen sind, weißt, so für Firmen oder Privat-Events. Yeah. Aber ich weiß nicht, wie bei dir das war. Das ist wirklich ein Jahr 2022 abgeschlossen, hin ein 3 gemacht und es ist im Vergleich zu vorher explodiert. Ja, also das letzte Jahr so habe ich wirklich sehr zäh empfunden. Yeah. Also, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, hey, also wenn das noch 2-3 Jahre so weitergeht, dann muss ich mich wirklich hinterfragen, yeah, ob das richtig ist. Und dann ist 23 gekommen und auf einmal, wow, ich muss schauen, dass ich irgendwo zwischendurch noch ein bisschen Freizeit habe. Ja, yeah, ich kann es nicht genau aufs Jahr abbrechen. Ja. Ich habe so wirklich das Gefühl, so Andy. Also es war bei mir halt auch sehr spezifisch gesehen. Im Oktober habe ich ja alle die Reels rausgeballert. Mhm. Und darum ist dann wirklich so Ende Oktober, Anfang November ist dann spürbar jetzt etwas gegangen. Firmen und Privatevents und so ist vor allem im 21 krass gesehen. 22 hat sich so ein bisschen eingepegelt. Also krass, einfach krass schwierig. Nein, viel. Viel im 21? Ja, ja, im 21. Spannend. Im 21, nämlich so nach dem zweiten Lockdown, weißt du, dann sind alle am Nachholen gesehen. Ja. Ja. Im Sommer hat es viel gegeben, im Herbst hat es viel gegeben und im 22 hat sich ein bisschen mehr von einpendeln. Mhm. Jetzt ist so lustigerweise schon mehr als früher,
Aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass jetzt halt effektiv mehr Leute spezifisch für mich anfragen. Ja. Früher bist du halt jetzt in einem Pool gesehen und bist ja, irgendwie angeboten okay, worden. Ja, und ja. Dann ist halt, hat mal etwas gegriffen, oder? Mhm. Und jetzt ist es mehr, jetzt sagen die Leute, sie wollen dich. Ich hätte gern, ja, ja, mehr oder die Person oder die Person. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen Verfügbarkeit und ich bin immer verfügbar. Läuft. Ich hatte Solo in Bernhard, scheißegal. Ich komme in der Pause noch schnell und mache einen Auftritt. Ja. Mm-mm. Aber das, was du vorher angesprochen hast, da finde ich schon sehr spannend, also da mit den Reels. Ja. Yeah. Es ist, ich das hätte ist bei das dir ja auch abgegangen. Ja, ich hätte das nie gedacht, was das für eine Auswirkung hat auf Buchungen. Mhm. Ich habe immer gedacht, das sind wirklich zwei Welten. Also die Leute sind auf Social Media, da schauen sie ihre Sachen an, reden sie ein bisschen drüber. Und dann müssen sie die, was ich dort tausendmal gesehen habe, bis dann irgendwann mal denkt, weißt du, dann könnte ich mal schauen. Mhm. Und ich habe in Küsnacht am Regi einen Auftritt gehabt, auch noch so in der Corona-Zeit, wo es wirklich sehr schwierig war. Yeah. Und ich dachte, Jesus, was mache ich da? Man kennt mich ja niemand. Mhm. Und dann sind dann irgendwie gleich, da sind glaube ich 60, 70 Leute gekommen, wo ich denke, ja, da kommen wahrscheinlich 12, weißt du, da gibt es wieder so wirklich einfach wieder viel Arbeit. Und dann habe ich wirklich gefragt, aber sag mal, also gehen ihr einfach irgendjemanden schauen, den ihr nicht kennt, oder wieso sind ihr da? Ja. Und dann ist gesagt, ja nein, Social Media, haben wir die Sachen gesehen und haben gefunden, da gehen wir. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment gewesen, yeah, wo ich gemerkt habe, Moment, das also wir sind eigentlich alle, wir Comedians sind eigentlich alle recht doof, dass wir nicht mehr Zeit in Social Media investieren. Weil das machen viele, also das mache ich ja nur ganz wenig wirklich intensiv. Also Fabio Lander zum Beispiel macht das sehr intensiv. Mhm. Und du siehst, wo er jetzt, also er hat in der Schweiz auf seiner Tournee praktisch alles ausverkauft. Mhm. Mhm. Und das finde ich schon, also finde ich bemerkenswert. Ich, ich glaube, es ist aber auch noch ein Faktor vom Zeitpunkt sehr entscheidend. Nämlich, also wenn wir ganz ehrlich sind, der Büssi zum Beispiel, hat er sehr viele verschiedene Sachen gemacht, aber er hat Social Media zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es niemand gemacht hat. Mhm. Und es ist bei ihm aber so unglaublich durch die Decke. Ja. Also so ist er national bekannt worden. Natürlich, das Fundament vor allem, ja. Genau, das ist die Starting gesehen. Ja. Und schafft hart und überlegt sich auch viel. Das heisst, er hat gewusst, ich mache jetzt sicher nicht, ich mache jetzt sicher nicht 30 Jahre die Videos, sondern ich probiere irgendwie andere Standbeine auf dem Weg jetzt auch anzulegen, oder? Und das hat zu dem geführt, wo er jetzt ist, oder? Ich glaube, dann ist eine absolute Übersättigung gesehen, wo einfach das eben Social Media Zeugs hat sich sehr klar segmentiert in effektiv so Online-Comedy zu dem Zeitpunkt, wo sich wirklich nicht übertragen hat. Mhm. Hat sich nicht übertragen auf Ticketverkäufe, weil es ist bei sehr jungen angekommen, die effektiv nur dort geschaut haben. Weil ich vergiss nie, wenn ich an einem Gig gesehen bin, mit einem Social Media Star und das ganze Dorf oder die Stadt, oder wie man es auch will nennen, hat gewusst, dass der dort ist. Mhm. Und es sind ohne Scheiß etwa 40 bis 50 Kiddies vorne dran am Umschreien gesehen, bis der rausgekommen ist und Fotos gemacht hat mit denen. Denen ist aber die Show gelaufen. Nein. Okay. Denen ist die Show gelaufen. Mit verschiedenen Leuten, die auftreten sind, unter anderem ich, unter anderem noch Charlie und was weiß ich. Und die haben keine Ticket gekauft. Ja. Die haben gewusst, der ist da. Der war einmal Selfie und wieder ab. So, und das ist dieser Zeit geschuldet gewesen. Mhm. Und natürlich kannst du denen auch irgendwie Leute in ein Theater holen, aber dann kommt sicher auch noch ein bisschen eine Frage von, wie viel Live-Erfahrung hast du schon? Das heisst, dort sind wirklich Online-Comedians zum ersten Mal auf Bühne. Und, und danach hast du halt eben den Effekt, ich gehe es einmal schauen und das war es dann auch gesehen. Ja. Oder? Was du sagst, verstand ich absolut im Sinn von, ich habe mir persönlich immer überlegt, ich mache das dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich es auch machen. Mhm. Im Sinn von, ich mache lieber erst auf Social Media Werbung, wenn ich hinter mein Produkt, in dem Fall ich, auch einigermaßen kann stehen, wo ich sage, für den Aufwand sollte es sich dann auch lohnen, sozusagen. Ja, das stimmt, weil der Aufwand ist absurd groß. Ja, und
Und dann merkst du auch, ah, Doktor, hast du wirklich etwas? Weißt du, viele denken ja jetzt, es geht ab. Aber was verkaufst du denn effektiv? Und ich meine jetzt nicht verkaufen, wie viele Tickets oder was weiß ich, sondern du hast noch gar kein Produkt. Du tust jetzt auf die Follower bolzen. Aber schlussendlich, wieso machst du das jetzt? Weil beim Fabio funktioniert es eben wegen dem Zeitpunkt. Er hat ein Solo-Programm, er hat mit dem angefangen und er hat ein Produkt. Und er hat ein gutes Produkt dahinter. Genau, das heisst, genau. Menschen sehen das online, sagen, ich will das schauen und sie werden live nicht enttäuscht. Das heisst, dort kommt alles zusammen, oder? Das ist auf jeden Fall der gesündere Weg. Wenn du wirklich zuerst dein Produkt hast, genau, und nachher auf Social Media gehst, wie wenn du auf Social Media erfolgreich wirst und nachher findest, ah, weißt du, Comedy-Fan, die eigentlich auch noch Geld, da kann ich sicher auch, und dann einfach so loslässt. Dann ist wahrscheinlich am Anfang ganz viele Leute, die dich schauen können. Ja. Aber wahrscheinlich kommen sie dann auch nur einmal schauen. Und das Problem dort sehe ich auch mit der Nachhaltigkeit von, was genau haust du jetzt online raus, oder? Und ich finde es bei dir zum Beispiel sehr gut, weil du etwas spezifisch machst, was nur für online ist, und auf der Bühne machst du etwas anderes. Das finde ich sehr gut, oder? Ich mache es mit altem Material, wo ich sage, hey, das habe ich gespielt, ich bin einer, der eher öfters ein Programm macht als nicht, also kann ich alte Shit rausballern. So, ich finde aber genau den Weg fast noch viel schlauer, weil die Leute sehen genau nachher, ah ja gut, der ist so, der gefällt mir, yeah, den gehe ich schauen. Was ich ein bisschen problematisch finde bei all diesen Crowdwork-Videos ist, irgendwann kommst du so ein bisschen, wie auch früher, irgendjemand macht ein lustiges Format, oder? Online. Und dann kommst du nach, was wollen wir sagen, 10, vielleicht auch erst nach 30, vielleicht auch erst nach 50, aber irgendwann kommst du so ein bisschen an Anschlag. Ja. Und irgendwann bist du so ein bisschen am Suchen danach und so ein bisschen am Jagen, oder? Und dann wird es schwierig. Ist natürlich völlig verständlich, dass alle Comedians jetzt ihre Crowdwork-Videos raushauen, weil sie wollen ja nicht ihr eigenes Programm bereits eigentlich versauen, indem dass sie es jetzt rauslösen. Ja klar, eben, wenn du noch nicht so viel zeigen, oder? Genau, wenn du noch nicht so viel Material hast. Aber das Problem ist dann, dass du da anfängst, das Crowdwork-Ding jagen, oder? Das habe ich in Deutschland schon ein paar Mal gesehen und der Schulte Loh sagt das auch, dass wenn, dann einfach, eben, wenn er merkt, es tritt jemand auf und spielt nur noch für die Kamera, die sie dort hinten angestellt haben. Und sie probieren einfach die 2-3 Minuten am Anfang mit dem Crowdwork, probieren, dass dort etwas entsteht, oder? Aber so richtig, so fast schon forciert, oder? Und dann haben sie es, und dann ist eigentlich der Rest vom Auftritt ist eigentlich wie so nicht wichtig. Ja. Und Crowdwork für mich ist eben umso mehr etwas im Moment, etwas Einzigartiges, was dann gerade passiert, und zwar für die Leute dort, und in dem Fall für mich. Und das ist das gemeinsame Erlebnis. Und es gibt 2-3 Sachen, wo ich finde, okay, die übertragen sich auch auf jetzt eine zweite Dimension online. Aber bei vielen Sachen finde ich so, lass das in dem Moment für dort. Und sind wir ehrlich, vielmal ist ja auch, also was man jetzt sieht, ist ja vielmal auch super redundant. Also sind ja dann immer, mit wem bist du da? Ah, mit deiner Freundin, wie lange sind wir schon zusammen? Und dann läuft es einfach so auf die Beziehungsschiene, wo natürlich super gut ist, weil es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, um darauf eingehen, weil es halt in der Regel viel Lustiges in sich birgt, wo alle können relaten. Aber eben, irgendwann hat man es dann einfach auch ein bisschen gekannt. Es ist dann immer ein bisschen ähnlich. Ja, und es zeigt dann eben, wie, wenn ich zum Beispiel den Sven live sehe, ja, wenn er Crowdwork macht. Man könnte sich gerne auf Englisch. Und es ist insane gesehen, oder? Und auch dort, das ist dann am Schluss, er hat vielleicht 4 Minuten, 5 Minuten Crowdwork gemacht und am Schluss ist es wie ein Set gesehen. Es ist wie ein Crowdwork-Set gesehen. Ja. Und es ist auch dort dann schon schade, wenn du gesagt hast, ich nehme jetzt schnell diesen Teil raus. Weil du hast wirklich gemerkt, wie sich die Energie im Raum anfängt aufbauen. Von irgendwie, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist Open Mic gesehen. Weißt du, in dem Moment einfach so, ja, mal schauen. Viele Englisch sprechende und dann kommt ein und irgendwie, es fängt an und oh, es wird mehr. Und oh, jetzt fährt er mit dem an und jetzt fährt er mit der an und oh, und es baut sich so etwas auf. Ja. Oder dann merkst du, das ist jetzt für den Raum da drinnen, ist das jetzt so geil gewesen. Schon nur dann etwas eins rauszunehmen, etwas Einzelnes, ist das schon wieder schwieriger. Finde ich. Ja, aber grundsätzlich finde ich schon, persönliche, also der Sven ist so unglaublich gut im Crowdwork. Also er ist einer der besten in der Schweiz. Definitiv, der macht das so unglaublich gut. Ich finde, er dürfte das mehr auf Social Media zeigen. Weil du zeigst auf den Leuten, wie gut das bist in etwas. Ja. Yeah. Also, das auf jeden Fall. Würde ich an seiner Stelle unbedingt mehr machen, weil er so gut ist in dem. Ja, aber dann machst du nicht nur ein einzelnes Ding. So, und ja.
Ja, es ist schlussendlich ist auch eine Geschmackssache und Stilfrage und all diese Sachen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich vom Zeitpunkt rede, ich habe das Gefühl, dass am jeden sich jetzt dann auch. Oder? Weil eben jetzt das ist gut möglich, machen es wirklich alle. Also jetzt ist wirklich einfach, es ist so wie die Regel, post a Crowdwork-Video. Ja, weißt du? Ja. Und dann denke ich, dort werden die Leute irgendwann müde werden. Weil eben am Anfang, die zuerst gemacht haben, dort ist eben auch, das sind dann auch schon die besten Clips, oder? Wo du am Anfang sagst, wow, ich habe 5 geile Clips. Da, oder? Mhm. Und das habe ich auch bei meinen Reels gemerkt. Irgendwie, ich habe 40 Clips geschnitten. Und ich habe gewusst, der ist sicher stark. So ein paar, keine Ahnung, man wird es herausfinden. Ja. Und natürlich wirst du ab und zu überrascht. Aber ich habe auch darauf geschaut, dass ich, zum Beispiel jetzt habe ich noch mal einen gehabt, der richtig abgegangen ist, wo ich so gedacht habe, eben, den spare ich ein bisschen. Nicht, dass ich im Oktober, weißt, alle die rausballern und eben dann hat man so eine Abnutzungserscheinung von jetzt kommt nur noch Scheissdreck. Ja, 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 ja. Sondern ich habe gewusst, ich habe schon noch 2-3 im Köcher, jetzt dann noch, wo ich so sage, kommen dann noch, weißt du, damit es eben auch ein bisschen im Social Media Bereich, was sehr nicht nachhaltig ist, meiner Meinung nach, ein bisschen Nachhaltigkeit hat. Ja. So. Ja. Aber eben, es ist, also planen kannst du eh nicht und sagen alle, du weißt nie, ob etwas funktioniert oder nicht. Und ja, ich meine, der Bendrit ist mal in einem Podcast gesehen und er hat irgendwie, was hat er erzählt? Er hat gesagt, irgendwie, wenn in den ersten 10 Minuten nur so und so viele 1000 Likes gehabt hat, hat er es wieder gelöscht. Also weißt du, weil er einfach schon gewusst hat, es ist im Verhältnis nicht das, was sonst ist. In den ersten paar Minuten eben. So und so viele 1000, ja. Merci. Also, du bist wirklich so, ja. Das ist ja das Krasse, du vergleichst dann immer mit dem neuesten, höchsten, oder? Ja, natürlich. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, bewusst, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es wahrscheinlich unglaublich geil gefunden habe, als ich damals, ich nehme mal auf Facebook, zum ersten Mal 100 Likes gehabt habe. Weißt? Aber gut, das ist ja mit allem so im Leben. Ja. Also. Ja, aber es ist ja auch schade. Ja, nein, aber ich glaube, das ist normal. Ja, aber kannst du schon ein bisschen gegensteuern. Also, wo du das erste Mal deinen Lohn bekommen hast und mit dem hast du können irgendwie etwas essen oder in den Ausgang und so, hast du es verdammt geil gefunden. Und mittlerweile findest du, ja, ist nötig, aber bitte ein bisschen mehr wie letztes Monat. Also, man gewöhnt sich ja an alles. Das stimmt, aber eben, es ist schade. Ich probiere mir immer zu sagen, ja. So, eben, ab und zu, dass auch irgendwie die Person von damals sich freut. So. Absolut. Völlig einverstanden. Yeah. Ja. Und selbst finde ich, das Mühsame und Schöne gleichzeitig an Social Media, das, was du vorher gesagt hast, es ist so unberechenbar. Ich finde es auf die einen Seite sau mühsam, weil du hast das Gefühl, okay, jetzt weiss ich, wie es geht, jetzt mache ich das und wenn ich das poste, dann funktioniert es und dann verteilt das einfach nicht der Hype. Auf die andere Seite macht es auch mega spannend, weil du kannst super viel ausprobieren. Mhm. Und es ist nicht so schlimm, wenn halt mal etwas nicht funktioniert, dann wird halt das Übernächste dann dafür umso geiler steil gehen. Mhm. Ich finde es mega spannend, aber es ist auch dann immer sau frustrierend, wenn du findest, okay, das ist jetzt richtig. Und das passiert ja praktisch immer, wenn du findest, okay, das Video, das ist jetzt richtig geil. Also, das geht steil wie nichts. Mhm. Und dann ist es einfach, wirklich nichts. Er verteilt es nicht. Es sieht niemand und die es sehen, liken es nicht. Das ist ja der Klassiker, dann machst du irgendetwas und findest, ja, also komm, schiessen wir noch schnell raus. Ja, ja. Geht steil wie blöd und du bist einfach, ja, bei aber, dem. Aber weißt du, was geil ist? Das ist ja, du sagst jetzt Social Media, aber es ist ja eigentlich es ist im Leben so. Ja, es ist immer so. Wie oft habe ich schon von Musikern gehört, wo irgendwie, dann schließe ich die irgendwie 2 Wochen ein und du bist rumgehüpft und solche Sachen. Und manchmal ist es sogar, weißt du, eine Auftragsarbeit, fuck, ich muss noch diesen Song machen für die, keine Ahnung. In einer Viertelstunde mit 4 Akkorden schnell angeschlitzt. Und das ist dann das, wo steil geht wie blöd. Früher Fernsehen, analoges Fernsehen, oder? Hast eine gute Sendung, oder? Und dann eine sagst, bist du voll stolz darauf, dass diese Sendung so geil war. Und sie hat irgendwie so und so viel Prozent weniger Quote wie die andere, wo du sagst, das war maximaler Durchschnitt gewesen. Und so weiter.
das ist ja auch ein bisschen das Leben. So, das oder? Ist so. Ja. Ich weiss aber noch, als ich das 079-Video gemacht habe, das habe ich gewusst. Das weiss ich noch, da habe ich einen Kollegen getroffen. Ich habe gesagt, ich habe eine Bitte auf der Bühne jetzt. Ich mache das als Webclip und ich sage, das geht viral. Ja. Das habe ich ja, wirklich gewusst. Moment hast du. Ja, das stimmt. Wo du wirklich, wo findest, okay, also der muss einfach. Ja. Der ist ja so klar. Du checkst, wie einfach, ja. das sitzt jetzt alles zusammen. So wie ich die Reaktionen auf der Bühne spüre, wo ich merke, das ist ein anderes Level wie bei anderen Sachen, habe ich das Gefühl, wenn ich das Video einigermaßen easy produziere, ja. Verständlich ja. ist eigentlich das Wichtigste und das raushau. Und dort habe ich auch einen Effekt gespürt. Dort habe ich vielleicht, was soll man sagen, ein halbes Jahr, drei Viertel, habe ich so 10-20% mehr Zuschauer gehabt. Also gar? Ja. Okay, ja, das ist aber intensiv, ja. Also hast du gemerkt, wie es so ein bisschen anhebt. Ja. Aber, was du gesagt hast, wie eben die Social-Media-Sachen, wie aufgrund von dem Leute kommen, es ist halt das moderne Fernsehen. Und es ist effektiv Sichtbarkeit. Das ja. heisst, ja, wenn du dann zusammenrechnest, oh mein Gott, irgendwie 1,5 Millionen Menschen haben mich im letzten halben Jahr gesehen. Ja. Dann bleibt das hängen. Also ja. dann, eben, auch wenn nur 0,1% sagen, ja. wir gehen schauen, sind das trotzdem mehr Leute als vorher. Ja, das ist oder? So, das ist so, ja. Und das ist, glaube ich, das, wo so jetzt unsere Generation immer noch erwartet hat vom Fernsehen. Wo eben das schon völlig abgenudelt gesehen ist, oder? Mhm. Weil, ich meine, es ist ein Ritterschlag für mich, dass ich bei Jacobo Müller habe auftreten konnte. Aber eben so im effektiven, also ich sage jetzt mal, im After-Effekt. Ja, das ist krass. Hast nicht viel davon gemerkt. Ja. Ich habe dann auch überlegen, dann höre ich auf, in einem Jahr sind das 30 Leute. Also musst du ja dort noch massive, also die Hazel hat gekillt. Die Hazel ist sensationell gesehen und bei der Hazel ist es dann auch massiv abgegangen. Weil einfach, das hat alles passt. So. Ja. Und wenn du jetzt oft gut bist, sehr gut von mir aus, ja, also eben, dann langt das schon wie auch nicht mehr, oder? Es ist wie wenn du das Gefühl hast, ich bin in einer Mixed-Show, ich spiele in 2 Monaten Solo da, wenn ich vorher die Mixed-Show dort spiele, haben wir 50 Tickets mehr verkauft. Also für das musst du schon massiv killen, dass die Leute dann sagen, okay, das will ich jetzt nochmal sehen in 2 Monaten länger. Ja, ja. ja. So, jetzt höre ich auf. So. Was ich will sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Ich habe mich voll auf dich konzentriert. Nein, wegen Fernsehen. Wegen Fernsehauftritt. Ja, das ist schon so. Also, wenn du einfach einen Auftritt hast im Fernsehen, oder? Also, das ist ja viel, wo viele denken, okay, ein Auftritt, ich habe dort einen Auftritt, super. Nachher läuft es, es passiert nichts. Yeah. Es passiert einfach, meistens passiert einfach gar nichts. Mhm. Wenn du halt immer wieder einen Auftritt hast im Fernsehen, oder halt eben, da haben wir es einfacher mit Social Media, weil genau. wir selber können entscheiden, wenn das man dort auftreten. Wenn du halt einfach immer wieder die Auftritte hast, irgendwann, oder immer wieder die Berührungspunkte mit dem Publikum hast, irgendwann findet es, stimmt, habe ich schon ein paar Mal gesehen, habe ich ein paar Mal noch Lesen gefunden, könnte genau. ich mal gehen. Genau. Könnte ich mal gehen, er hat aber noch kein Ticket gekauft. Ja, ja. Yeah, yeah. Also das braucht ja so viele Berührungspunkte. Ja, und eben, es braucht halt dann irgendwie noch so einen richtigen Zeitpunkt im Sinn von Shows. Das hat er, glaube ich, erzählt, wo wir telefoniert haben. Shows, wo wir erst online geschaltet haben, nachdem ich die Real-Offensive gemacht habe, sind deutlich schlechter gelaufen. Ja. Ja. Und zwar einfach, weil eben, wenn jetzt gerade in dem Moment irgendetwas schaust, sagst, und dann kommt noch der Tourplan nachher, geil, spielt den und den, dort und dort. Ich gehe mal schauen. Es ist total schnelllebig. Genau, ja. Ich gehe mal schauen. Moment, und dann hast du Tickets online und sagst, also komm, ich kaufe 2. Oder ich frage schnell jemanden. Hey, willst du auch kommen? Lustig. Ja. So. Und wenn dann gehst du schauen und es ist nicht online. Ja, das ist so. Dann gehst du aber auch nicht mehr drauf. Dann hast du vergessen. Dann hast du genug anderes zu tun. Aber ich bin auch so. Also weißt du, manchmal entdecke ich eine Band und dann denke ich in dem Moment, spielen die irgendwann mal in der Nähe? Ah ja, unbedingt, die muss ich auch schauen. Ja. Und dann, mir passiert es manchmal sogar, dann mache ich wirklich die aktive Entscheidung und sage, ja, ich gehe mal schauen. Richtig. Ja, dann, aber dann habe ich vorher 2 Tage gerade voll Stress und es würde gehen, aber ja, ein anderes Mal. Und dann tue ich es weg und dann, gehst du natürlich nicht. Ja, und vor allem es ist dann irgendwie, also weißt du, das habe ich auch schon gemerkt, ich gehe dann ein Konzert schauen, wo an dem Tag, wo ich das Konzert schaue,
ich die Musik schon nicht mehr aktiv los. Sondern, okay, ich habe vor einem Jahr, wo ich mega, mega heftig das Album gelost habe, habe ich Tickets gekauft dafür. Aber das Geile ist, das Konzert ist ja dann trotzdem der Shit. Es gefällt mir dann wahnsinnig und ich höre es danach wieder. Und, also weißt, aber ich muss mich selber auch übertricksen, indem ich einfach in dem Moment Tickets kaufe, wo ich Bock drauf habe. Weil man muss sich selber ein bisschen zum Glück zwingen. Das hat so ein bisschen die Lethargie, die Corona-Lethargie hat ja mit dem angefangen. Genau, das ist dass du kurzfristig entschieden hast. Und kurzfristig, auch ich, vor 100 Mal würde ich 99 Mal sagen, ah, aber ich bin ein bisschen müde und irgendwie das Wetter ist nicht so gut. Also ich fände immer einen Grund, um jetzt spontan nicht zu gehen. Aber wenn es schon geplant ist und ich habe schon die Tickets, dann freue ich mich. Aber das ist genau der Punkt. Wir sind, Corona hat uns faul gemacht. Mhm. Weil wir haben müssen faul sein, weil wir haben gar keine Möglichkeit mehr gehabt, um irgendwo irgendetwas zu machen. Also sind wir daheim gewesen. Irgendwann haben wir gemerkt, oh, ist eigentlich noch easy, gemütlich, ist noch bequem. Mhm. Und dann haben wir uns daran gewöhnt. Wir haben 2,5 Jahre Zeit gehabt, um uns an das zu gewöhnen. Mhm. Und das jetzt wieder zu ändern, aus dieser, wie du sagst, Lethargie, oder aus dieser Gemütlichkeit, aus dieser Faulheit, wie man es auch immer nennen will, aus dem wieder rauszukommen. Also, ich sehe das bei mir selber. Obwohl ich allen sage, machen Sie mehr. Aber ich mache es auch noch nicht so viel wie früher. Yeah. Aus dem rauszukommen und aktiv sagen, hey, mal, das ist ein grossartiges Konzert, grossartige Künstlerin, wollte ich schauen. Das braucht einfach, ich glaube, wir brauchen da wahrscheinlich als Bevölkerung einfach noch einen Moment, bis wir alle wieder auf dem Level sind, wo wir früher gewesen sind. Bis wir merken, hey, es tut uns ja gut. Es tut uns ja gut, wenn wir uns aufraffen, rausgehen und nochmal noch jemanden gehen schauen. Aber darum machen wir es ja. Glaube meinen Worten. Ich sag nächsten Herbst. Gut, weil dann habe ich alles richtig geplant in dem Fall. Richtig, ja. Weil was diese Saison eben passiert ist, ist wirklich wieder der Hunger entstanden. Ja. Auch bei Leuten. Bin ich wirklich davon überzeugt. Ich sehe das übrigens auch im Comedy-Zeitstück. So viele Leute, die sagen, hat er jetzt wieder mal gut tun. Und das heisst ja eigentlich nichts anderes, weil man eigentlich schon lange nichts mehr solches gemacht. Ja. Und eigentlich tut es mir gut, also ja, man könnte jetzt wieder mehr machen. Ich habe es bei mir gemerkt, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, erster Lockdown, zweiter Lockdown, was es auch immer alles gesehen ist, wie ich dann auch so eben von der Zuschauersicht so gefunden habe, ja, eben, ich habe mich jetzt ein bisschen arrangiert mit dem Leben, so wie es ist und so. Und dann ist in Winterthur im Casinotheater, ist die Casinotheater-Gala gesehen. Weißt du, wo sie Gönner und was weiß ich einladen. Und das Ticket ist ziemlich teuer. Aber der Büssi hat eine Begleitung gebraucht und 17 Leute haben abgesagt, dann habe ich keine. Die schönste Begleitung von allen hat er sich ausgewählt. Und er hat einen Job gehabt und darum hat er noch ein zweites Ticket gehabt und hat gefunden, willst du mitkommen? Und ich so, okay. Und dann habe ich einfach als passiver Zuschauer können die Gala genießen. Mhm. Und die Gala ist losgegangen mit Bliss, ich weiß nicht welcher Song. Aber A Cappella, hat ja immer noch einen gut ausgestürten Sound, sage ich jetzt. Ja, Bliss ist eh anderes Level. Und sie sind eh grossartig. Ja. Und dann sitze ich in dem wirklich vollen, auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten, Casinotheater. Und es fängt an mit dem Bass und sie föhnt an mit ihrem Song. Und ich habe seit in meinem Leben so heftig Gänsehaut gekriegt und das wirklich so mega fest das Gefühl, oh fuck, habe ich das vermisst. Ja. Aber ich habe es auch wieder erst gebraucht und in dem Fall erzwungen. Natürlich wäre es irgendwann passiert, dass ich irgendwann in meiner Show sitze und das Gefühl gekriegt hätte. Oder? Aber bei anderen ist es halt wirklich, ja, das muss wie aktiv wieder zuerst passieren. Mhm. Und ich sage immer, ich habe sehr viele Leute bei Shows, wo irgendwie, weißt, erste Reihe und dann hat es, ja, wieso sind ihr da, die Person dort und dort? Und wie viele sind ihr? Ja, sind wir 8. Ja, genau, ja. Und dann, wenn ich die Person nach der Show sehe, dann sage ich, danke vielmals, weil ich weiß es bei mir auch, es braucht immer jemanden, der es anreißt. Ja. Weil es ist kein Problem, mitzugehen. Aber es wird aktiv, auch immer mühsamer, wenn du die Person bist, die es anreißt. Ja, natürlich. Also ich jetzt das, aber das habe ich schon früher entschieden, wenn ich etwas anreiße, es ist wirklich einfach, ich mache die Regeln und so ist es einfach. Ja, und zwar, nein, und dann gibt es halt dann gibt es nicht das. Vergiss es. Was auch immer du hast jetzt sagen. Das gibt es einfach nicht. Also ist Vorkasse bei dir. Hey, alles, einfach wirklich. Nimmst du ein Ticket? Okay. Twint mir das Scheiß. Ja, jetzt ist dein Ticket. Gut. Nein, und wenn du nicht kommst, kein Problem. Ich hätte es fürs Frühlingsfest. Willst du das Frühlingsfest?
Stuttgarter Frühlingsfest. Am Sonntag extra für Künstler geschaut, am Sonntag. Oi. Am 6. oder 7. Mai. Bist du dabei? Am Sonntag? Ja, mit dem Zug raus, am Abend mit dem Zug wieder runter. Also wir haben am 6. haben wir Swiss Comedy Night. Swiss Comedy Night, Stadt Casino Basel. Kaufe dir ein Ticket jetzt. Und zwar mit, Achtung, da ist meine Kamera. Ich mache es gerade da drin. Nehmt ganz viele Leute mit. Wir freuen uns. Ich muss mir das noch ganz das kurz überlegen. Perfekt. Welche Zeit los? Hast du einen geilen Abend und nachher noch, ja, halt schon früher. Ja, aber wie früher? Ja, ich weiß nicht, wenn die Zug von Basel fahren. Keller früher. Keller früher oder schon früher? Also mehr Keller wie Joel, ja. Also, am 11. ist mir im Zelt. Gut, ich habe von Stuttgart, habe ich von Basel. Zwei Stunden wahrscheinlich. Habe ich zwei Stunden. Ja, also. Das würde noch gehen. Gut. Also jetzt ja oder nein? Kannst du mir gerade twinten? Ich muss noch schnell Abklärungen machen. Das ist gut. Wieso, was ist der Plan? Der Sepp ist eh dabei. Ja. Von Comedy Vollparad. Ja, ja, ja. Der hat noch viel länger, der kommt von St. Gallen nur. Ja, aber das geht auch schon fast wieder. Nicht, der fährt sicher 3 Stunden. Okay, von St. Gallen. Ja. Okay. Aber das wäre. Frühlingsfest in Stuttgart. Okay. Und du hast jetzt einfach mal Agogo-Tickets gekauft? Ja, ich habe halt einfach relativ naiv einfach mal einen 10er-Tisch gekauft. Ja. Und habe dann nachher gemerkt, so in meinem Umfeld wollte eigentlich niemand am Sonntag da tun, weil viele haben Kinder und so. Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du, da wäre aber eine geile Idee, Comedians anfragen. Und in dem Stadium bin ich jetzt. Ah, okay. Und bis jetzt hast du den Sepp. Bis jetzt habe ich den Sepp. Gut los. Aber also, fühlst du da, so Frühlingsfest? Das ist so ja, ich fand es schon lustig. Oder? Ja, ich fand es schon lustig. Jetzt bist du so, weißt du, für einen Tag auffahren, gemütliches Bier nehmen. Eben, das ist das. Also, du hast ab 10, nein, ab 11 hast du den Tisch. Bis 4. Dann bist du um 7 Uhr bist du daheim. Und dann bist du gerade so gefahren. Okay, weil das ist das. Dann bist du ja wieder nüchtern, wenn du daheim bist. Oder hast du zumindest das Gefühl, du bist wieder nüchtern? Mein Problem ist eins. Ich fahre nicht sehr gern betrunken Zug. Wegen? Ja, weil dann, so schlecht? Dann geht's zusammen. Ah ja, dann kann es ja. Ja. Vielleicht der Tag ist dann eh durch. Vielleicht nehme ich auch in Stuttgart das Motel One und fahre am nächsten Tag. Ja, das kannst du eh machen, das ist gut. Das ist vielleicht meine Option. Ja. Weil ich will, wirklich, wenn ich eben heim will, dann will ich heim. Weißt du, wie ich meine? Sofort. Ja? Ja. Und dann will ich daheim sein. Mhm. So, und wenn ich weiss, ich fahre jetzt noch 2 Stunden, was auch immer, das stresst mich dann manchmal. Ja. Weil dann brauchst du gleich noch so ein bisschen Körperspannung und so ein bisschen Selbstkontrolle. Und ich nehme jetzt mal an, es bleibt nicht bei einem Bier am Frühlingsfest in Stuttgart. Das kannst du frei für dich entscheiden. Aber es tut nach einem guten Plan. Gell? Ja. Gut. Sehr gut. Okay, was fragst du sonst noch? Der Felix hat noch gefragt, Unholz vom Radio FM1, der kommt auch. Ist das ein Comedian? Nein, das ist kein Comedian. Ist auch ein lustiger Reim, ja. Aber er ist Moderator. Okay. Gut, dann fehlen nur noch 7. Ja. oder wird es so eine ganz traurige Veranstaltung? Ah, übrigens, so ein Kollege von Basel kommt auch. Ah ja? Ein Kollege von Basel. Also ist ein Schaffhauser, der aber jetzt in Basel wohnt. Ah, also jetzt, schon lange. Den kenne ich nicht. Ja, nein, ist kein echter. Wir haben das wie geht man eigentlich, ich meine, Basel ist ja schon sehr für sich. Wie geht man bei euch mit Zugezogenen um? Ja, also ich gehe gut mit denen um. Ich weiß nicht, wie andere damit umgehen. Ich glaube nicht, dass man das auf die Stadt runterbrechen kann. Wir haben grundsätzlich eine sehr große Durchmischung, weil wir 3 Landräte sind. Mhm. Also ist gar nicht so definierbar. Wärst du jetzt zugezogen oder wärst du jetzt einfach schnell an der Grenze. Ja, also das ist schon mal. Basel ist eine sehr internationale Stadt. Mhm. Also ich habe recht Freude, wenn ich irgendwie auf zum Rhein entlang laufe, wie viele verschiedene Sprachen ich höre. Ja. Und zwar wirklich Sprachen, die du nicht erwartest. Ja. Weißt du? Wo dann wirklich so viel Spanisch. Mhm. Italienisch, also so alle die romanischen Sprachen. Aber wirklich sehr international, sehr international. Und ja, wir haben auch mega viele Experts und ich glaube, wir leben dort recht gut untereinander. Mhm. Die englische Szene ist ja gross in Basel.
kriege ich auch immer mit. Ja, nein, wirklich. Also, weißt du, Comedy, Open Mics, Mixed Shows etc. Machst du es echt gerne auf Englisch? Nein. Sprich, ich mache es sehr gerne auf Englisch, aber ich kann nicht so einen Tag switchen. Ich kann auch nicht einen Tag auf Deutsch und einen Tag auf Schweizerdeutsch. Ich finde das aber noch bemerkenswert. Ich muss immer all-in sein. Ja, es machen jetzt recht viele Comedians auf Englischsprachig. Und ich, also der Rob Spence hat mich mal angefragt, ob ich bei ihm mal wollen, hey, ich muss aus meiner Komfortzone raus und das machen. Und ich habe gefunden, hey, nein, ich habe schon so viele Bereiche, wo ich aus meiner Komfortzone raus will. Englisch ist es nicht. Weil irgendwie, also ich stelle mir vor, das ist ja schon nochmal ein rechten Aufwand, ein Programm auf Englisch zu machen oder dann gerade ein neues schreiben. Ja, das ist so. Also eben, ich glaube, es ist auch eine gewohnte Sache, wenn du halt wirklich so anfängst, dann ist es einfacher. In meinem Fall ist es sehr klar, wie, ich habe jetzt 3 oder 4 Mal habe ich auf Englisch gespielt. Und für mich ist sehr klar, irgendwann mache ich meinen englischen Push. So. Wo ich oft wirklich sage, okay, jetzt ist ein halbes Jahr, Jahr, keine Ahnung, jetzt ist Englisch dran. So, ja. Und dann tune ich mich wirklich auf das eintunen. Also, so ähnlich, wie ich es im Deutschen gemacht habe, wo, eben, wenn es dann mal hast, dann habe ich gemerkt, dann brauche ich einfach nur einen Tag, um ein bisschen akklimatisieren. Aber das hat auch angefangen mit mal 2,5, glaube ich, Wochen in Berlin am Stück. Und in denen habe ich auch wirklich etwa 14 Mal gespielt. Wo ich wirklich auch so, eben so quasi mit All-In, man übertreibt es gerade völlig, oft wirklich viel zu viel, mit noch 2 oder 3 an einem oben und so, dass du wirklich einfach mal ins kalte Wasser geworfen worden bist, und zwar eben richtig. Ja. Ja. Und ab dann fährst du auch mit dem arbeiten. Und mit Englisch will ich es irgendwann auch so machen. Aber für das haben wir in der Schweiz noch genug zu tun. Bis dann. Ja, also ich finde eben, also ich finde Challenges auf Schweizerdeutsch schon genug gross, dass ich mich zuerst mal auf die konzentriere. Ja. Ja, eh. Und eben, ich sage ja immer, für alles ist es nie zu spät, sondern höchstens zu früh. Es ist so. Darum habe ich keinen Stress mit Englisch. Ja, aber das ist ja schön. Also, höchstens zu früh, das ist es nämlich manchmal wirklich. Ja. Also bei ganz vielen Sachen, wenn ich Siehst du, und darum bist du auch erst jetzt... das wäre nichts geworden vor 2 Jahren. Nein, aber es ist immer so mit Daten finden und ich sag auch immer, ja, komm im Podcast und ich merke dann manchmal, ertappe ich mich selber, wenn dann jemand kommt und sagt, hast du nicht gesagt, sollst du mal kommen? Ich so, doch, danke, aber ich brauche ab und zu das Aussen-Ding und dann haben wir irgendwann wieder telefoniert und gesagt, komm mal. Also eben, ich meine es schon ernst. Das beweist. Ich finde es ja mega schön, also danke. Und danke dir. Also mein Ernst. Und also das Danke. Ja. Und damit im Zufrieden find ich schon noch einen Punkt. Also ich glaube, wir haben alle in unseren Laufbahnen einen Punkt, wo wir sagen, ja, das ist zu früh gewesen. Ja. Also wirklich mein schlimmster Auftritt und einfach maximal selbst verschuldet, ist bei der Die Krönung gewesen. Ja. Erster Auftritt ist wirklich, also ich hätte müssen, glaube ich, 1/4 Stunde oder 20 Minuten machen, nach 10 Minuten bin ich fertig gewesen. Und das war ganz am Anfang gewesen, als ich frisch angefangen habe mit Comedy. Und du überschätzt, also viele überschätzen sich ja selber massiv am Anfang. Ich auch. Und sonst würde man gar nicht anfangen. Ja, ich glaube weil wenn du wüsstest, was auf dich zukommt, findest du, nein, mache ich nicht. Und dort war wirklich gewesen, es ist einfach, es hat niemand gelacht. Niemand. Und ich bin dort rausgelaufen und habe einfach gesagt, und ich mache nie mehr Comedy. Also ich habe noch ein Hotelzimmer genommen. Ich bin noch maximal überschätzt. Fahre ich von überall heim. Zum noch in deinem Elend, Elend schlafen. Genau, dann war ich schön allein in dem Hotelzimmer gewesen. Und das ist im Fall wirklich, also eben, das ist mindestens ein Jahr zu früh gewesen, wenn nicht zwei. Heute hätte ich, glaube ich, mega Freude dort, aber das ist einfach so wirklich nur eine Katastrophe gewesen. Das ist ein kulturell jetzt mal eher anspruchsvolles Publikum gewesen dort. Und ich habe halt einfach nur die Flächsten gebracht. Also weißt du, die ich heute selber finde, ja, der ist nicht mal lustig, er ist nur flach. Und dann bin ich in der Hotelzimmer hier und ich habe hier noch mit... Ich durfte schon bei einer Agentur sein und habe ihm angerufen und gesagt, du, also ich glaube, also es bringt nichts, ich höre auf, ich bin nicht lustig. Und er hat zum Glück nachher einen angerufen, der auch Comedian ist.
der Rolf vom Comedy Duo Messer und Gabel, der eine, der hat mir angerufen und hat gesagt, gratulieren, jetzt hast du den Tiefpunkt erreicht, da haben wir alle schon gehabt, die Auftritte, jetzt ist gut, jetzt kannst du auf dem kannst du aufbauen. Mhm. Und ich bin so froh, wenn er nicht angerufen hätte, ich glaube, ich hätte aufgehört, weil ich wirklich einfach, also ich bin so im Elend gewesen. Yeah. Und dank dem Telefon habe ich nachher weitergemacht und ja, habe einfach Schritt für Schritt weitermachen. Es braucht immer wieder so Leute. Ja. Es immer wieder so Leute. Ich hatte das mal gehabt, wirklich noch in Teenie-Zeiten beim Lokalfernsehen. Und ich schwöre dir, ich hätte nichts von all dem gemacht, was ich jetzt mache. Es ist es eben, genau. Wenn ich dort mit 17, hat es mich irgendwie angeschissen und ich irgendwie gesagt, ach, weißt, irgendwie, ich habe gedacht, ich will das, aber irgendwie will ich es gleich nicht und so. Und der damalige Produzent, Markus, der hat dann irgendwie mir angerufen und hat wirklich eine halbe Stunde einfach nur mit mir geredet. Ja, ja. Und irgendwann hat er so gesagt, bist du sicher? Bist du sicher, dass du nicht mehr willst? Und ich so, ja, voll und bla und bla. Und dann hat er wirklich, aber weißt, stell dir jetzt mal vor, irgendwie, damals ist es gesehen, Swiss Indoors, ja, die sind jetzt nächste Woche. Was würdest du dort wollen filmen? Und ich so, ich würde irgendwie, weißt du, an den Stand würde ich so Scheissdreck mit denen labern und bla und bla. Ja. Also mach doch. Und ich sage bis heute, wenn ich sehe, sage mir immer danke für das, weil, ja, ich, weil ich sage, es ist dort, eben, du siehst, wie du sagst, was alles auf dich zukommt, siehst du in dem Moment gar nicht, aber irgendwie, du bist nicht so ganz zufrieden mit dem, was du immer willst machen. Und ich meine, ich habe ja dann noch 8 Jahre gebraucht, bis ich angefangen habe mit Comedy. Mhm. Aber ich weiß, dass jeder Schritt zu dem angeführt hat, weil ich immer gewusst habe, ich will das machen. Aber wenn ich so weit davon entfernt gesehen war, wie zu dem Zeitpunkt, hätte ich gar nie eine Chance gesehen, wenn ich überhaupt jemals Comedy machen kann. Ja. Aber wenn ich dann schon Theater spiele und wenn ich dann schon eine eigene Show in dem Theater habe und irgendwann kann sagen, hey, ich glaube, nächstes Jahr kommt dann etwas Neues in dem Theater von mir. Dann sind auf einmal eben die Schritte sind dann wirken viel kleiner. Und das da schließt sich so, der Kreis, yeah, glaube ich auch. Weil das sind die, wo ich jetzt vorher gesagt habe, ja, viel zu früh kommen. Mhm. Aber schlussendlich sind das genau die viel zu frühen Schritte gewesen. Ja. Wo der Schluss im Moment auch cool fand, zum viel härter an der Arbeiten und weiterkommen, oder? Absolut. Also, ich bin heutzutage bin ich rückblickend froh, ja, um die horrenden 10 Minuten auf dieser Bühne, wo ich einfach innerlich nur brüllt habe. Mhm. Innerlich dehydriert. You win or you learn. Ja. Ich sehe es wirklich so. Und mittlerweile bist du richtig, richtig geil unterwegs. Und das freut mich. Ja, ja, sehr gleichfalls, danke. Und wir haben jetzt 1,45 fast haben wir gemacht. Sorry, habe ich zu viel geredet. Überhaupt nicht? Nein, alles gut. Drum, wirklich viel Erfolg, alles Liebe. Hey, dir auch, vielen Dank. Ich schätze Gespräche mit dir immer sehr, ja, privat oder vor dem Mikrofon oder was auch immer. Und du bist wirklich ein guter Typ und das gefällt mir. Da darf ich viel mehr geben, danke vielmals. Danke dir. Und danke Christoph, mach es gut. Bis bald. Peace. We'll be right back.